was von der Story vergessen? Abgeschlossen. Aktive Aufgabe. Ich mache noch ein paar Nebenquests vielleicht. Was ist mit dem Kristall? Ich habe das. Sid, könnte ich dich um etwas bitten? Worum geht es? Ein Träger, der neu in Freiheit ist, will sich den Fluchbrechern anschließen. Unsere Arbeit ist alles andere als leicht. Alle Anwärter prüfen wir deshalb auf Herz und Nieren. Würdest du diesmal die Bewertung übernehmen? Kann ich tun, aber warum ich? Der Junge will Späher werden. Leute, die stark genug sind, um Ketten zu sprengen und Despoten zur Rechenschaft zu ziehen, haben wir so einige. Aber Späher brauchen eine feine Nase. Und kaum einer kann Gav das Wasser reichen. Du bist doch oft mit ihm auf Einsätzen unterwegs. Mittlerweile weißt du sicher, was ein guter Späher an Fähigkeiten mitbringen muss. Oder irre ich mich? Das mag schon sein. Also übernimmst du die Bewertung? Späher können wir immer gebrauchen. Sag ich doch. Der Prüfling wartet in Nordstedt auf uns. Ich gehe schon mal vor und rede mit ihm. Triff uns da. Gut, ich komme sofort. Ausgezeichnet. Na dann, bis gleich. Nordstedt. Einen näheren Treffpunkt gab es wohl nicht. Gucken wir mal. Alles gut bei dir? Ich bin ja sonst kein Pessimist, aber... Aber die Welt geht vor die Hunde. Früher ging es den Berichten um Truppenbewegungen und Chancen, Träger zu befreien. Jetzt dreht sich alles um Ätherfluten, Angriffe von Akasischen, immer mehr Banditenüberfälle. Die Fluchbrecher und unsere anderen Verbündeten tun, was sie können, um irgendwie Land zu gewinnen. Sie brauchen so viel Hilfe wie möglich. Wir zählen auf dich, Clive. Willst du mal gucken? Was muss ich da machen? Ich habe keine Ahnung. Was ich da machen muss. Nasser und der neue Anwärter warten hier sicher ganz in der Nähe auf mich. Habe ich jedenfalls gehört. Ich bin nervös. Hallo, Sid. Das ah, musst du nicht nervös werden, alter Mann. Ember, stell dich mein vor. Junge. Zu euren Diensten, mein Herr. Bitte, einfach Sid. Ich bin niemandes Herr. Dein Leben gehört dir. Oh, danke, Sid. Der Kommandant meinte, du bewertest mich heute. Ja, das ist richtig. Du weißt, wie gefährlich es ist, Späher zu sein? Sicher, aber ich will tapfer sein, wie der Mann, der mich gerettet hat. Und wer war das? Gav, er hat mich gefunden und befreit. Ohne Magie. Er hat sich einfach von seinem Gespür leiten lassen. Er, ganz allein. Er hat mir gezeigt, was ein Mann schafft, wenn er den Willen dazu hat. Seitdem habe ich viel geübt, damit ich eines Tages auch jemanden retten kann, genau wie Gav mich. Okay. Das hört er sicher gern. Du bist eindeutig motiviert, Amber. Und der Gefahren bist du dir auch bewusst. Wenn du so weitermachst, wirst du ein guter Fluchbrecher. Hab ich bestanden? Wir haben noch nicht mal angefangen. Hör gut zu. So, gucken wir mal. Nicht weit von hier ist ein Sanbrekscher Wachturm, den Pfad hoch. Die Wachen tragen alle Sichtungen in ein Buch ein. Das sollst du finden. Bring es dann her. Finden und bringen, gut. Noch mehr? Nein. Den Kaiserlichen in einem schwer bewachten Außenposten etwas unter der Nase wegzustehlen, sollte reichen. Du musst die Lage sondieren, einen Weg in den Turm finden, ein Ablenkungsmanöver starten und entkommen.
Und das ohne entdeckt zu werden. Sonst endest du bestenfalls in einem Kerker. Amber, Gav ist mutig, nicht leichtsinnig. Du musst mit Verstand arbeiten. Mit Verstand, klar. Ich bin dann mal weg. Wir sollen ihm folgen, wetten? So gefährlich sollte es nicht sein. Aber lass ihn besser nicht aus den Augen. Ja, haben wir schon fast gedacht. Also los, Amber. Beweis dich. Ich würde gerne wissen, wo Torge alles. Besser als gedacht. Ah, da ist er ja. Hundi! Hundi-Mundi! So. Gut, wollen wir mal gucken, ob Gav jetzt einen würdigen Nachfolger findet oder einen würdigen Lehrling. Hat Amber dir liegt? Vielleicht ist er tatsächlich bereit. Ich hab da aber ein ganz komisches... Oder auch nicht. Er hat noch viel zu lernen. Der Gute. Verdammt. Amber, zieh dein Schwert! Ich kann nicht! Dann lauf! Ja! Jetzt wollen wir mal auf die Fresse hauen hier. Musst du erst an mir vorbei. Auf jeden Fall, du Lappen! So. Jawohl, Torgal, Hundi! Alter Schwede. Na, der wollte es wissen. Der wollte es wissen. Ich liebe das Spiel. Amber. Hab mir auch gleich den Season Pass geholt. Das bedeutet, wenn wir das DLC jetzt hier nochmal durchgespielt haben, ich hab was an der Hauptstory vergessen. Natürlich. Gute Speer sind wirklich selten. Also zurück nach Nordstedt. War das vielleicht die Ablenkung? So. Eine Sache habt ihr vermisst, mein Großer. Ja. Ja, du bist ein Guter. Da ist es ein Guter. Irgendwann, ich weiß nicht, wann das zweite DLC rauskommen soll. Ich weiß auch gar nicht, wie und ob wir das aktuelle... was jetzt rausgekommen ist, schon drin haben. Money! Hatten sie noch
ätherische Dingsbums. Gut, ich könnte jetzt mit Chocobo laufen, aber 200-300 Meter mit Chocobo brauche ich jetzt tatsächlich nicht. Okay. Oh, Sid, du bist schon wieder zurück? Wie war Ember? Wo ist er? Ich dachte, ich finde ihn hier. Er ist geflohen. Ich bin ihm zum Wachturm gefolgt, aber dort wurde er von einem Avis angegriffen. Er stand da, wie erstarrt, hat nicht mal das Schwert gezogen. Also musste ich einschreiten. Als ich fertig war, war Ember nicht mehr da. Ich dachte, er wäre zurück zu dir gerannt. Anscheinend nicht. Tut mir leid, Sid. Ich wusste, dass er noch unerfahren ist, aber ich dachte, dass ich die Prüfung schaffe? Hier ist das Buch, das ich den Kaiserling abknöpfen sollte. Was? Wie hörst du? Sag bloß, du hast dich in den Turm geschlichen, während Sid dir den Arsch gerettet hat. Klar, das war doch schließlich meine Aufgabe. Ich sollte das Buch holen, ohne erwischt zu werden. Wo er recht hat, hat er recht. Und er hat es ganz allein geschafft. Aber Sid, er hat eine Entscheidung getroffen. Und ich muss entscheiden, ob sie richtig war. Ist gut. Wir warten im Versteck auf das Ergebnis. Keinen Ärger mehr von dir. Jawohl! Okay. Der ist knuffig. Keine leichte Entscheidung. Geh ins Versteck zurück und sprich mit Nazaire. Gucken wir mal, weil hier soll es auch noch was geben. Könnte das Aussehen des Charakters ändern? Tritt näher, nur keine Scheu. Alles gut, liebe Händlerin. Ich muss eh erstmal mir ein bisschen Wasser zurecht machen. Brauche nämlich auch zu trinken. Okay. Ich mag Kunden, die auf Anhieb wissen, was sie wollen. Eine exzellente Wahl. Du hast ein gutes Auge. Ja, jetzt hör auf, mir die ganze Zeit Honig ums Maul schleimen. Ich hol mir einfach die Sachen. Meine Güte, Mädel. Komm gern wieder. Das meiste Geld. Das Dominium ist so gut wie erledigt. Gut, dass wir hier geblieben sind. Ein neues Joch. So, jetzt hier Weltkarte öffnen. Marthas Rast, hier, das Versteck. Da muss ich hin. Gucken wir mal. Das hättest du sehen sollen. Willkommen zurück, Sid. Willkommen zurück, Sid. Ja, oh, komm schon. Willkommen zurück. Ich hoffe, du hattest nicht zu viel Ärger da draußen. Ehrlich gesagt war es meine Idee, dass du bei der Prüfung helfen sollst. Aber wie ich höre, lief sie nicht ganz nach Plan. Nein,
Ganz und gar nicht. Im Angesicht des Todes hat Amber die Nerven verloren. Nicht aber seinen Willen. Er fasste sich, um seinen Befehl auszuführen. Genau das, was wir von unseren Spielern verlangen. Oh, dann geben wir eine Chance. Da hast du recht. Danke für deine ehrliche Bewertung, Sid. Allerdings wird Ember nicht immer einen kampferprobten Krieger zur Seite haben, der ihm aus dem Schlamassel hilft, wenn er in einen hineingerät. Mir hat die Prüfung gezeigt, dass Ember ohne jemand, der auf ihn aufpasst, ein Risiko für uns darstellt. Nicht so schnell. Ember hat noch viel zu lernen, das stimmt. Und dieses Mal hat er uns enttäuscht. Aber ich finde, er hat noch eine Chance verdient. Denn das Ziel hat er erreicht. Mit Ausdauer lernt jede Hand, ein Schwert zu halten. Und Angst lässt sich auch bezwingen. Ja, das denke ich. Aber ein Späher braucht Gespür. Und das hat man, oder nicht? Das Buch hat er gefunden. Damit hat Ember bewiesen, dass er den richtigen Riecher hat. Wäre schade um sein Talent, oder? Schön. Noch eine Chance. Ich werde alles tun, was ihr verlangt. Wenn es sein muss, übernachte ich sogar in der Arena. Ich halte durch, bis ich soweit bin. Das ist eine gute Einstellung. Nicht gerade der Hellste, aber das Herz am rechten Fleck. Ganz wie sein tapferes Vorbild. Und wenn du mich fragst, muten wir dem sowieso viel zu viel zu. Wird Zeit, dass die Fluchbrecher ihm etwas von der Verantwortung abnehmen. Das denke ich auch. Aber sag das bloß nicht Gav, klar? Ich will nicht, dass ihm das zu Kopf steigt. Dem traue ich zu, dass er dann freinimmt. Freinehmen wäre schön, aber die Arbeit ruft. Dass er dann freinimmt. Verzeih mir, Sid, das lief nicht, wie ich erwartet hätte. Ach. Das tut es dieser Tage nie. Genau deshalb brauchen wir Leute wie Amber, die das Beste aus einer Notlage machen. Hab ich recht? Hast du, Sid. Danke. So, doch, das finde ich gut. So, was hat denn die alte Lehrerin hier? Die Vivian, was hast du denn Neues? Clive. Hallo. Was möchtest du denn wissen? Die Lage Villesters. Bei Vivian in der Kartenzimmer kann Clive mehr über die Lage Villesters erfahren, um sich einen ihrer Vorträge noch einmal. Oder ein genaueres Bild, okay. Die Lage der Welt ändert sich stetig, Clive. Ja, ja. Hör auf den Sack. Alles gut bei dir? Bitteschön. Ruhm und ordentlich Skill. Also wir können hier echt Kohle nochmal kriegen. Die Frage ist nur... Der Kardinaldekan? Das Dominium ist so gut wie erledigt. Gut, dass wir hier das so, Richtung Norden. Zum Eisernen Fass und dann Schleier. Dann gehen wir mal zur Madame. Du willst also einfach so mitziehen? Ja, was denn sonst? Ich traue diesem Herzog nicht über den Weg. Hoffentlich macht er Madames harte Arbeit nicht noch zunichte. Isabelle, hola. Ach, Clive. Was soll ich nur tun? Was kann ich wir für dich tun? Wir alle haben vielleicht bald kein Zuhause mehr. Ist was passiert? Der Kardinaldekan hat in seiner unendlichen Weisheit beschlossen, ab sofort hier in Nordstedt zu residieren. Der Kardinaldekan? Vorsitzender des Rates der Ältesten und damit Inhaber des zweitmächtigsten Amtes in der Regierung. Wenn diese noch existieren würde. Daher benutzt er jetzt seinen Adelstitel, Herzog von Oriflam. Und was will er in Nordstedt? Er will unsere Stadt in einen Militärstützpunkt umwandeln und so den Grundstein für ein neues Sanbreck legen.
Er hat sich bereits die Unterstützung der verbliebenen Armee gesichert, welche in seinem neuen Reich dann natürlich an erster Stelle stehen soll. Bezahlt mit konfisziertem Besitz des Volkes. Er will die Bevölkerung dafür enteignen? Glaub mir, ich habe alles getan, was in meiner Macht steht, um ihn davon abzuhalten. Was ich auch sage, er will nicht auf mich hören. Was ist mit Hauptmann Philipp? Als Nordstedt angegriffen wurde, hat er die Soldaten angeführt. Könnte er nicht irgendwas tun? Wie? Er kann sich nicht gegen den mächtigsten Mann in San Breck auflehnen. Ja, ich schon. Schließlich hat der Herzog versprochen, das Reich zu erneuern, dem die Soldaten Treue geschworen haben, und ihre Stellung darin zu verbessern. Philipp kann ihnen höchstens geregelte Mahlzeiten und gelegentliche Besuche im Schleier anbieten, um dem Alltag kurz zu entfliehen. Der Herzog bietet ihnen die Aussicht auf Stärke und Sicherheit. Nein. Jeder Versuch einer Revolte würde ihn die Treue seiner Männer kosten, wenn nicht sogar sein Leben. Aber angesichts der Stimmung hier ist eine Revolte vielleicht nicht mehr abwendbar. Die Menschen sind nicht bereit, noch mehr Opfer zu bringen. Vor allem, wenn diese dann nur andere nützen würden. Ich hoffe, du kannst dich noch an Final Fantasy 16 erinnern. Clive, würdest du für mich mit dem Herzog sprechen? Du hast viel für Nordstedt getan. Die Soldaten respektieren dich sehr und werden dich mit Sicherheit zu ihm lassen. Und anders als Philipp, halten dich keine Eide davon ab, ihm ehrlich deine Meinung zu sagen. Und? Versuchst du es? Noch schlimmer kannst du es ohnehin nicht machen. Ach, für die Isabel doch gerne. Ich werde es versuchen. Danke, Clive. Also gut. Wo finde ich diesen Herzog? Kann ich dem Herzog nicht einfach in den Arsch treten? Ja, er inspiziert dort die Truppen. Na dann, wünsch mir Glück. Ich habe tatsächlich an der Hauptstory angeblich noch was vergessen. Eventuell bin ich dem Herzog zwar zurück zur Quelle begegnet. Damals zur Feier des Bündnisses. So, wo laufe ich denn am besten lang? Hier lang und dann hier durch. Wir haben schon eine Anführerin und zwar Madame. Ja, die Isabel macht das auch gut. Halt! Oh, entschuldige. Du gehörst zu Madame, oder? Willst du zu Hauptmann Philipp? Eigentlich zum Herzog. Ich hoffe auf ein Gespräch mit ihm. Wir dürfen keine Zivilisten zu ihm lassen. Aber in deinem Fall, seine Eminenz weiß über dich und deine Heldentaten Bescheid. Warte hier. Ich frage nach. Und wer, der will mich nicht sehen. Aber ich schon sagen. Ach, du hast also die Garnison so tatkräftig unterstützt. Das Reich steht in deiner Schuld. Und ich werde mich erkenntlich zeigen. Sag mir, erhoffst du dir Reichtum oder einen Gefallen? Keines von beidem. Ich wollte mich lediglich nach eurem Plan für Nordstedts Zukunft erkundigen. Oh, verstehe. Ja. Du sorgst dich, dass eine vergrößerte Garnison deine Dienste obsolet machen könnte. Sei ganz beruhigt. Ein so kampferfahrener Mann, wie du es bist, hat hier immer einen Platz. Einen Ehrenplatz sogar. Viel zu lange wurde der Beitrag des einfachen Soldaten zu wenig gewürdigt. Darum aber geht's nicht. Mehr. Denn sie sind es, die das Reich wieder auferstehen lassen werden. Und zwar gleich hier in Nordstedt. Warum gerade hier? Die Stadt ist glücklicherweise von den Vorkommnissen in letzter Zeit weitgehend verschont geblieben. Sie hat starke Mauern und eine gut ausgerüstete Garnison. Und das kann man von Oriflam und Ichasia nicht behaupten. Das Reich braucht eine Hauptstadt und ich halte Nordstedt für die beste Option. Hat ja nicht Unrecht, aber... als Zitadelle. Sobald wir die Verteidigungsanlagen von Stadt und Burg ausgebaut haben, müssen wir nur noch eine Mauer um beide ziehen und schon haben wir eine formidable neue Hauptstadt geschaffen.
Pläne für den Bau sind bereits in Auftrag gegeben. Dann werden auch diese leidigen Wesen lernen, dass sie der Macht von Sanbrek nicht gewachsen sind. Ich fürchte, ihr unterschätzt diese Kreaturen, Eure Eminenz. Kommen sie in großer Zahl, werdet ihr alle Einwohner Nordstedts zur Verteidigung brauchen. Aber werden sie euch auch helfen, wenn man sie vorher ihrer Habe beraubt hat? Die Menschen werden tun, wie von ihrem Herrscher befohlen. Um Sanbrek wieder aufzubauen, brauchen wir eine funktionierende Regierung. Und zwar mit unzweifelhafter Autorität. Und genau deshalb sind diese Abgaben unvermeidlich. So kann jeder, der in die Armee einzutreten wünscht, gut versorgt, ausgestattet und auch so bezahlt werden, wie es ein Verteidiger des Reichs verdient. Und doch gibt es Menschen, die beharrlich die bösartige Lüge verbreiten, ich wolle vom gemeinen Volk stehlen und ihm die Häuser wegnehmen. Ich denke, sie haben einfach Angst, noch mehr zu verlieren. Ganz genau. Die Menschen haben immer weniger und du willst ihnen noch das Letzte nehmen. Damit säst du die Saat deines neuen Reichs in bereits toter Erde. Sabine, darüber haben wir doch schon... Ja, und wie schon gesagt, das Reich über seine Bürger zu stellen, führt nur zu einer Revolte. Ohne ein Reich gibt es gar keine Bürger. Und in deinem wird es nur Bettler geben. Das kann Gwieger doch nicht für ihre Menschen wollen. Das ist Gotteslästerung, Sabine. Ich komme später nochmal. Eine Bürgerrevolte. Was denken die Menschen wohl wirklich über den Plan? Ich sollte sie am besten selbst fragen. Ja, einfach mach's mal auf. Was man jenseits der Mauer davon hält. Die Sabine hat nicht Unrecht. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher. Ob außer ihm noch jemand überlebt hat? Kam das Geschrei von der Garnison? Vielleicht gibt's wieder Ärger. Wie geht's? An irgendwas interessiert? Eigentlich nur an deiner Meinung. Was hältst du vom Herzog von Oriflam? Ach, der. Nicht viel. Wie alle Händler hier. Wegen Aufschneidern wie ihm ist der Markt doch überhaupt auf dieser Seite der Mauer. Nicht, dass das Gesindel näher an ihre kostbare Hauptstadt kommt. Und jetzt will er uns ganz loswerden, indem er droht, uns alles wegzunehmen, wenn wir nicht verschwinden. Sollte Madame ihn doch bald davonjagen wollen, steht bei mir schon der Teereimer bereit. Die Hälfte von dem, was reinkommt, taugt kaum für Saft. Geschweige denn zu heute schon was verkauft? Genauso viel wie du, mein Gut. Ich höre in letzter Zeit viel über diesen Herzog. Nichts Gutes, schätze ich. Läuft hier herum, als würde ihm alles gehören. Und übergeht Madame so dreist. Das ist ihre Stadt, nicht seine. Sie sollte also hier das Sagen haben? Ach, meiner Meinung nach hat sie das sowieso. Unser lieber Herzog kann gern nach Oriflam verschwinden. Tja, würde sagen, die mögen den nicht so sehr. Kann ich aber tatsächlich auch verstehen. Die Männer der Garnison haben aus Moor gerettet, was sie konnten, aber... Es wird nicht für den Winter reichen, oder? Eine Frage, wenn du erlaubst. Was hältst du von diesem Herzog? Ach, hör bloß auf. Da baust du dir was auf und dann kommt auf einmal so ein dahergelaufener Adliger und will, dass du ihm einfach alles in den Rachen stopfst. Wenn er denkt, sein Name und sein Rang gäben ihm das Recht, uns die Gill aus den Taschen zu ziehen, wird er sich noch wundern. Dieser Kerl wird uns Nordstedt nicht wegnehmen. Auf keinen Fall. Die Einwohner sind sich einig. Und die Soldaten... Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt in die Chasia unter einem Haufen Schutt legen würde.
Das könnte tatsächlich jetzt interessant sein, weil die Soldaten könnten anderer Meinung sein. Weil die profitieren ja davon. Ist doch egal. Außer ihm. Immer der Reihe nach. Du hast doch mit dem Herzog gesprochen. Im Namen der Madame, ja. Ich wollte ihn davor warnen, das Volk gegen sich aufzubringen, aber ich war wohl wenig überzeugend. Was hältst du von der Sache? Ich bin nur ein Soldat. Er gibt mir die Befehle, nicht umgekehrt. Ich respektiere Madame wirklich sehr, aber ich muss an meine Familie denken. Sie ist das, was für mich zählt. Nicht die Stadt oder das Reich, sondern meine Frau und Kinder. Wenn der Herzog uns genügend Männer und Ausrüstung für den Kampf gegen diese blauen Bastarde besorgen kann, ist mir egal, wie er das macht. Mhm. Ich habe die Befürchtung, dass das genau darauf hinausläuft. Wir haben schon eine Anführerin, und zwar Madame. Er will ja nicht nur die Garnison unter seine Kontrolle bringen, sondern... Entschuldigung, hast du einen Moment Zeit? Ich wüsste gerne deine Meinung zum Herzog von Oriflam. Nun, viele Freunde hat er sich hier bisher nicht gemacht. Aber sieh dich doch um. Jeder weiß, dass das Reich am Boden liegt. Und wenn sich die Händler jetzt vom Herzog ausgepresst fühlen, hätten sie eben schon vorher freiwillig ein paar mehr Geld beisteuern sollen, damit es nicht so weit kommt. Der Herzog sagt, das Reich wieder aufzubauen ist der beste Weg, uns alle zu schützen. Und da hat er auch recht. Dafür müssen eben die Leute den Mund halten, die nicht mal wissen, an welchem Ende man ein Schwert anfasst. Tja, das Leben ist hart. Alles gut? Ja, dem geht's gut. Kann ich nicht ein paar Leckerlis kaufen? Er hätt's verdient. Und? Was denkst du? Ich denke, dass Nordstedt keine Chance hat, wenn wir auf ihn hören. Warum habe ich denn ständig solche Audioabbrüche? Anscheinend will der Herzog von Oriflam diese Stadt zu einer Art Festung machen. Was hältst du denn davon? Da habe ich keine Meinung. Ich weiß nur, dass der Herzog uns Befehle gegeben hat und die sind für mich Gesetz. Klar, niemand mag diese ganzen Abgaben, aber in Kosten eben. Und wenn es Sanbrek erstmal wieder gut geht, haben wir alle was davon. Mal sehen, was Philipp davon hält. Ohne Magie dauert es ja ewig. Willkommen zurück. Gab's Probleme mit den Monstern? Keine, die der Rede wert wären. Im Moment ist es ziemlich ruhig. Philipp, hast du kurz Zeit? Na, hoffentlich. Für dich? Sicher. Clive, oder? Danke für neulich. Immer. Was gibt's diesmal? Ich wollte mit dir über den Herzog sprechen. Bist du mit seinem Plan einverstanden? Ich muss gestehen, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Als Hauptmann der kaiserlichen Armee bin ich verpflichtet, seinen Befehlen zu folgen. Aber diesmal habe ich Zweifel. Philipp, du hast doch gesagt, du bist Soldat geworden, um deine Liebsten zu schützen. Einschließlich Madame. Das stimmt, habe ich. Nun, sie hält den Plan auch nicht für richtig. Er würde Nordstedt ruinieren. Sie hat vermutlich recht. Danke, Clive. Ich weiß, was ich tun muss. Ich werde die Menschen beschützen, die ich liebe. Wie, ist egal. Gut, die Pflicht ruft.
Ich muss gehen. Mhm. Nochmal danke. Hauptmann ist ein guter. Wenigstens scheint er das Richtige tun zu wollen. Mehr habe ich leider nicht für Isabel, aber besser als nichts. Ja, der hat noch... Der hat noch den Bezug zur Realität. Ah, Clive. Hattest du Erfolg? Konntest du mit dem Herzog sprechen? Das schon, aber... Mhm. Oh. Das Schicksal von Nordstedt ist also besiegelt. Nun, zumindest werden wir diese Wesen besser abwehren können. Das ist unbestreitbar. Aber ich glaube nicht, dass es all die Menschen tröstet, die ihre Habe verlieren werden, um das alles zu bezahlen. Sie verdienen es, gehört zu werden. Sie verdienen eine Stimme im neuen Reich des Herzogs. Leider ist dem Herzog ihr Gehorsam wichtiger als ihre Meinung. Für die Wiederherstellung der staatlichen Autorität. Ich befürchte, für ihn sind sie kaum mehr als Bauernopfer auf einem Schachbrett. Verständlicherweise möchten sie da nicht mitmachen, sondern ihr Schicksal lieber in deine Hände legen. Die Soldaten hingegen befolgen einfach seine Befehle. Und nicht nur wegen seines Ranges, sondern wegen seiner Vision. Das dachte ich mir. Hätte ich ihm Treue geschworen, würde ich wohl auch nichts mehr wollen als die Wiedergeburt des Reichs. Danke für die Hilfe. Leider war sie umsonst. Da bin ich nicht so sicher. Warum bist du nicht in Uniform? Die habe ich nicht mehr. Ich habe den Dienst quittiert. Ich habe den Jungs alles Gute gewünscht. Und ihnen gesagt, dass ich jetzt andere Pflichten habe. Warum? Weil mir jetzt klar ist, was wirklich zählt. Nicht einfach stumpf irgendwelchen Befehlen zu gehorchen, sondern zu schützen, was ich liebe. Nordstedt zu schützen. Ich habe keine Ahnung, wann diese Monster zurückkommen. Aber irgendwann werden sie das sicher. Und wenn sie dann kommen, müssen wir bereit sein. Und zusammenhalten. Wir alle. Wenn ihr uns anführt, Milady, werden wir es schaffen. Diesen Entschluss verdanke ich dir, Clive. Anständiger Mann. Es ist sinnlos, Befehle zu befolgen, an denen man zweifelt. Das stimmt. Zusammenhalt. Zwischen uns allen. Das war schon immer Nordstedts einzige Chance. Und noch können wir die Menschen hier einigen. Wir müssen uns nur auf den wahren Feind konzentrieren. Danke, Philipp. Jetzt sehe auch ich klarer. Zu euren Diensten, Milady. Wo wir gerade von Zusammenhalt sprechen, könnte ich vielleicht ein paar Jungs vom Schleier leihen, damit sie ein Auge auf die Stadt haben? Ich fürchte, seine Eminenz dürfte wichtigere Aufgaben für die Wache haben. Aber gern. Jederzeit. Darauf komme ich zurück. Die beiden regeln das schon. Die haben hohes Ansehen. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung für uns. Solange wir Leute wie dich und Philipp auf unserer Seite haben. Ach, Isabel, das macht ihr schon. Ich werde mein Glück beim Herzog versuchen. Vielleicht kann ich ihn entgegen aller Wahrscheinlichkeit doch noch überzeugen. Da bin ich hier. Aber ich vermute, ich werde dich schon bald wieder brauchen. Sag Bescheid. Bis dahin, Clive. Mhm. Bis dann. Es gab gut Kohle. Können wir kurz reden? Worum geht's? Aber doch gerade eben, aber okay. Leider wieder um den Herzog. Seine Eminenz hat die Kontrolle über die Garnison übernommen und alle Soldaten eingezogen. Das ging schnell. Um die Befestigung der Stadt voranzutreiben. Nun fehlt es in der Stadt an Wachen. Philipp hat notgedrungen eine Bürgerwehr ins Leben gerufen. Meine Leute sind dem Ruf natürlich sofort gefolgt. Doch trotz allem herrscht Not am Mann. Aber wenn du uns deine Stärke leihen würdest,
Dann ist den Menschen von Nordstedt vielleicht wieder eine ruhige Nacht vergönnt. Jawohl! Action! Na klar, Mädel! Jederzeit. Danke, Clive. Oder Yuna, der süßen Helfer. Was würde ich nur ohne dich tun? Philipp sagte, die Bürgerwehr sei momentan... Ich suche die Herrin des Hauses. Wo ist sie? Hier, Milady. Und mit wem habe ich die Ehre, wenn ich fragen darf? Mein Name ist Sabine. Und ich bin die Tochter des Herzogs von Oriflam, was zurzeit mehr einer Schmach als einer Ehre gleichkommt. Ich wünsche mich, mit euch zu beratschlagen. Mit Vergnügen? Reden wir. Du gestattest doch sicher, Clive. Aber sicher. Wir werden die Ladies nicht stören. Ich glaube, die Tochter, die Sabine, ist gar nicht schlecht. Ich höre. Wie ihr wisst, ist mein Vater ein unerträglich hochmütiger Mann und ich verachte sein Gebaren ebenso wie ihr. Daher möchte ich euch zunächst danken. Dafür, dass ihr unentwegt eure Stimme gegen ihn erhebt. Leider lässt er sich von Vernunft nicht beeindrucken. Nein. Er muss zu spüren bekommen, dass sein Handeln Konsequenzen hat. Und wer soll ihn das spüren lassen? Na, ich. Mit der Hilfe anderer, die meinen Standpunkt teilen. Mit euch im Bunde könnte es gelingen, ihn für immer aus Nordstedt zu vertreiben. Wäre das nicht ein wenig drastisch? Drastische Maßnahmen sind, was die Situation erfordert. Oder wollt ihr weiter zusehen, wie eure Leute enteignet werden? Mein Vater ist überzeugt, dass jeder sein Leben dem Kaiserreich verpflichten muss, dass seine Bürger jedes Opfer bringen müssen, um es wiederzubeleben. Aber das ist falsch. Es sind nicht die Bürger, die sich dem Kaiserreich verpflichten müssen, sondern das Reich den Bürgern. Er war schon immer so. Er gesteht niemandem eine Meinung zu, den er unter sich wähnt. Aber ich werde nicht länger dabei zusehen, wie er das gemeine Volk mit Füßen tritt. Wir müssen ihn bekämpfen, und zwar mit allen Mitteln. Kämpfen? Nein. Mein Bestreben ist es, die Spannungen in Nordstedt zu lindern, nicht sie zu schüren. Bei allem Respekt, Milady. Unsere einzige Chance, diese Stadt zu retten, besteht darin, uns unserem Feind geschlossen entgegenzustellen. Euer Vater und sein Gefolge inbegriffen. So gut ich eure Frustration verstehe, hoffe ich doch, ihn noch bekehren zu können. Vergebens, ihr werdet sehen. Aber wenn das so ist, dann will ich euch nicht länger belästigen. Ich hoffe nur, ihr kommt mir nicht in die Quere. Gehabt euch denn wohl. Temperament hat sie. In der Tat. Ich fürchte jedoch, dass gerade ihr Temperament den Herzog in seinem Kurs bestärken wird. Was für diese Stadt fatal enden könnte. Aber was rede ich? Für sie geht es nur um sich und ihren Vater. Familien. Verzeih, wo waren wir? Ah, richtig. Ich wollte dir von Philipps Plänen für die Bürgerwehr erzählen. Aber vielleicht tut er das besser selbst. Er müsste jetzt am Markt sein, wenn du bei ihm vorbeischauen möchtest. Werde ich. Schade, dass ich nicht mit kann. Gern würde ich sehen, was für ein Gespann ihr abgebt. Aha. So. Diese Stadt braucht dich. Ich brauche dich. Aber der Herzog würde mich... Ich habe eben den Hauptmann gesehen. Ohne seine Uniform. Ich will mit diesem Herzog über all die... Die Madame will uns also abchecken. Ich möchte ja gerne mal wissen, was Madame zu all dem sagt. Ihr wollt die Menschen hier doch nicht einfach... Bitte, ihr müsst handeln. Als Sohn Nordstedts ist es eure Pflicht, für eure Heimat zu kämpfen. Und das ist genau das, was ich hier tue, Milady. Oder zumindest versuche. Die Region ist voll mit diesen Wesen. Deshalb halte ich hier Wache. Aber euer wahrer Gegner sitzt hier in der Garnison. Gut, ihr seid nicht der einzige Soldat in Nordstedt. Schönen Dank für eure Hilfe. Ich versuch's jetzt also. Ich bin kaum zu Wort gekommen. Ganz ihr Vater, die Gute. Vorhin hatte sie einen Gastauftritt am Schleier. Sie wollte Madame überreden, mit ihr eine Rebellion anzustacheln.
Hat bestimmt geklappt. So charmant, wie sie mit den Leuten umgeht. Aber egal, was führt dich her? Madame dachte, du könntest Hilfe vertragen. Ach, dachte sie, ja? Was soll ich sagen? Sie hat recht. Wie immer. Es wurden wieder welche gesichtet. Du weißt schon, diese Ungeheuer. Sie sind hier. Sieht so aus. Und es sind viele. Kein Problem. Die sind noch nicht bestätigt. Also könntest du sie vielleicht überprüfen? Mach ich. Wo soll ich hin? Zu Gwigors Tränen. Einer der Späher will sie in der Nähe des Wassers gesehen haben. Schon unterwegs. Danke, Clive. Ich überprüfe die anderen Berichte. Wir treffen uns dann wieder hier. Mhm. Sieht aber noch relativ ruhig aus. Verdammt. Die Berichte sind wahr. Sie dürfen auf keinen Fall die Stadt erreichen. Das lief gut. War's das, Ultima? Clive, da bist du ja. Geht's dir gut? Ja. Aber die Berichte stimmen. Die Wesen sind zurück. Die hier am Ufer habe ich erledigt. Immerhin ein Anfang. Aber was machen sie südlich der Stadt? Letztes Mal kamen sie aus dem Norden. Angriffe aus einer Richtung können wir vielleicht abwehren, aber aus beiden? Hast du Speer im Norden? Ja, aber ich gehe mir das besser selbst ansehen. Du gehst zurück nach Nordstedt, nur für den Fall, dass der Krieg ausbricht, während ich weg bin. Warum Krieg? Diese Herzogstochter scheint sich die Stadtleute vorgeknöpft zu haben. Sie schürt überall Unmut gegen ihren Vater. Die stürmen uns noch die Garnison, sag ich dir. Was? Ach, genau das hatte Madame befürchtet. Ich werde sehen, was ich tun kann. Und du sei vorsichtig. Die Kleine ist ein bisschen fickerisch, ha? Beim ersten bisschen blau bin ich schneller zurück in der Stadt, als du gucken kannst. Die Kleine, der juckt im Sack. Verstehst du nicht, Vater? Die Leute von Nordstedt haben genug geopfert und nun verlangst du noch mehr. Jetzt hör mir zu, Sabine. Was wären diese Leute denn schon ohne ihr Land, hm? Das Kaiserreich ist ihr Schwert und ihr Schild. Dank ihm können sie sich ohne Furcht ihres Lebens erfreuen. Doch nun steht das Reich am Abgrund. Wie soll das Volk ohne Schwert kämpfen? Wie soll es ohne Schild seine Familien beschützen?
Wird es waffenlos den nahenden Horden standhalten können? Nein. Doch es gibt Hoffnung. Ein neuer Schild, ein neues Schwert. Ein neues Sanbrek. Wir können, so Gwigor es will, dieses Kaiserreich wieder aufbauen. Das mag ja sein, Vater. Aber wir wollen nicht. Nicht, wenn die Leute von Nordstedt dafür ihr Leben aufgeben müssen. Bitte, kein Streit auf offener Straße. Damit ist absolut niemandem gedient. Vor der Stadt lauern Ungeheuer. Die gilt es zu bekämpfen und nicht einander. Denn euer Schwert und Schild tun bislang nichts, um uns vor ihnen zu schützen. Hüte deine Zunge, du Hure! Du hast meiner Tochter deinen Unsinn eingeredet, aber mich wirst du nicht verderben. Verderben? Hättet ihr eurer Tochter jemals zugehört, wüsstet ihr, dass sie durchaus ihre eigenen Prinzipien hat. Zumindest hoffe ich, dass ihr Prinzipien und nicht euren Stolz als Tochter durchsetzen wollt. Nordstedt hat Besseres verdient. Nordstedt hat Besseres als dich verdient, Carla. Ja, ich weiß, wer du bist. Die Hure Dichasias, die einen Träger gevögelt hat. Macht euch das neidisch? Dass eine Frau einem Mann Gwigors einen Träger vorgezogen hat? Clive! Feinde im Anmarsch. Sie kommen von Oriflam. Hunderte, vielleicht noch mehr. Nein, mit dem Bau der Barrikaden haben wir doch gerade erst begonnen. Tja, alter Mann. Und zurück nach Kernovan. Dort werden wir sie abfangen. Was zum Geier? Hört ihr schwer? Das war ein Befehl! Und dies ist eine aufrichtige Bitte. Lasst uns hier kämpfen. Irgendwie muss ich meine Verkabelung noch mal prüfen. Unsere Heimat verteidigen. Unsere Familien und Nachbarn. Gemeinsam für Nordstedt. Ihr habt Madame gehört. Worauf warten wir? Pikeniere an die Tore, Bogenschützen auf die Dächer, aber plötzlich... Aber sie ist nur eine billige... Hure, ja. Und wir würden ihr bis in die Hölle folgen. Tja, alter Mann, diese Hure hat für die Stadt mehr getan, als du dir jeweils vorstellen kannst. Und nu? Die Männer haben ihre Befehle. Sie sind in Position. Ich habe sie über die ganze Stadt verteilt. Ich denke, wir sind bereit für den Angriff. Egal aus welcher Richtung. Danke, Philipp. Auch die Bürger wollen ihren Teil beitragen. Die Kräuterheilerin hat uns ihre Arzneien gespendet. Sollten deine Männer verletzt werden, bring sie zum Schleier. Wir stehen bereit. Das werde ich. Danke. Ich stehe auch bereit. Es werden viele sein. Viel mehr als ihr. Ihr braucht jeden Mann, den ihr bekommen könnt. Philipp, ich überlasse dir den Süden. Ich bezweifle, dass die Wesen am See die letzten waren. Ich auch. Ich gehe mit ein paar Männern runter. Sicher ist sicher. Was machst du? Ich gehe in Richtung Oriflam. Ich weiß, wie diese Wesen kämpfen. Sicher werde ich nicht alle aufhalten können, aber ich werde tun, was ich kann. Na gut. Aber sei vorsichtig. Ha! Danke. Die schnupfen mir weg. Verlass dich auf uns. Bis später, Madame. So, let's go. Tja, da kann der Herzog seine Tochter mit ihren Streitereien, wer die größeren Eier hat, nichts. So, wo ist mein Hundi? Da.
Diesmal sind es ein paar mehr. Na dann los! Zeig's mir! Bam! Alter Schwede. Kann ich auch. Alter Schwede. Easy. Das war wohl der letzte. Ich hoffe, die Stadt steht noch. Wir sollten schnell zurück. Komm, Torgal. Clive, gut, dich zu sehen. Philipp, der Weg nach Oriflam ist sicher. Wie ist es euch ergangen? Wir hatten unten am See ganz schön zu kämpfen. Aber keine Sorge, die Verwundeten werden im Schleier versorgt. Ein Glück. Nun, wir haben es überstanden. Fürs Erste zumindest. Ich danke euch für euren Einsatz. Ihr wart im Recht. Und ich im Unrecht. Auf ganzer Linie. Ich war überzeugt, dass Autorität das Einzige ist, was die Leute hier einen kann. Ja, aber? Dass eine starke Hand sie führen muss. Sie schützen muss. Davor, von den Strömungen des Schicksals davongetragen zu werden. Letztlich habt ihr sie geeint. Nicht mit Gewalt. Und auch nicht durch die Berufung auf ein göttliches Mandat, sondern durch Empathie. Ihr wisst, was sie fühlen, denn ihr fühlt wie sie. Unser Ziel war stets dasselbe, Eure Eminenz. Nur wart ihr abgelenkt von höheren Wünschen, Visionen von Macht und Ruhm. Während wir unsere Heimat hier vor Augen hatten.
Und wieder habt ihr recht. Genau wie du, Sabine. Der Kaiser hat es selbst gesagt. Sanbrek ist nichts ohne seine Bürger. Vergib mir. Ich war ein Narr. Mir tut es auch leid, Vater. So weit hätte ich nie gehen sollen. Aber ich wollte, dass ihr versteht, was das Volk fühlt. Was ich fühle. Ich war so wütend. Ich schäme mich. Gräme dich nicht. Dies war mein Irrtum. Ihr solltet euch beide schämen. Auf euch alle. Eure Eminenz, junge Herrin, ich bezweifle nicht, dass ihr mit den besten Absichten zu uns kamt. Dies aber trifft auf uns alle zu. Wir alle wollen Wohlstand, Sicherheit, Stabilität. Nicht nur für Nordstedt, sondern für das ganze Reich. Und wenn wir uns zusammentun, könnte dieser Wunsch wahr werden. Werdet ihr uns beistehen? Ja, werden wir. Ich danke euch, Eminenz. Dann werde ich mich jetzt um die Verwundeten kümmern. Nirgendwo werden Soldaten besser versorgt als im Schleier. Und heute ist der Andrang größer denn je. Ja. Ah, finde ich super. Doch. Ganz im Ernst. Madame Isabel ist eine wirklich beeindruckende Frau. Finde ich gut. In diesen dunklen Zeiten scheint mir, sind es nicht Männer wie ich, die das Reich führen sollten, sondern Frauen wie sie. So ist es. Hätte ich doch nur zur rechten Zeit auf sie gehört. Verzeiht meine Einmischung, aber die Zeit wäre jetzt. Madame hat es selbst gesagt. Wir haben eine Chance, wenn alle zusammenarbeiten. Und das schließt euch ein. Ihr gehört zu uns. Zu euch? Wohlgesprochen, Hauptmann. Lasst dies einen Neuanfang sein. Nicht nur für Sanbrek, sondern für uns. Gut. Hier bin ich wohl überflüssig. Vielleicht braucht Isabel Hilfe mit den Verwundeten. Ah, die kommen klar. Die haben sich ja jetzt alle gegenseitig. Wir sind ja jetzt zusammen. Wir sind jetzt alle zusammen. Gucken wir mal. Es besteht kein Grund mehr zur Sorge. Ob die Isabel da was noch eine schützende Hand braucht. Sie bringen ihre verletzten Soldaten in den Schleier. Ich bin sicher, dort wird man sich hervorragend. Wie steht es um die Verwundeten? Wenn ich etwas tun kann, lass es mich wissen. Ach, du hast heute schon genug geholfen, Clive. Danke. Nichts zu danken. Im Gegenteil, ich kann dir nicht genug dafür danken, was du für diese Stadt getan hast. Isabel, was hält dich hier in Nordstedt? Du hättest die Mittel, um an einen sicheren Ort zu ziehen. Aber du schienst bereit, hier zu sterben. Das ist eine lange Geschichte. Für dich nehme ich mir alle Zeit der Welt. Wie du willst. Vor langer Zeit lebte ich einmal im Kristalldominium. Damals war ich Carla und arbeitete als Kurtisane. Ich war so begehrt, dass sich nur hohe Adlige meine Gunst leisten konnten. Doch dann, eines Tages, änderte sich alles. Ich verliebte mich. Und zwar in einen Träger. Den Leibgardisten meines Herrn. Der wundervollste Mann, den ich je kannte. Sie entdeckten uns zusammen. Sie peitschten ihn aus und verboten ihm, mich je wieder anzusehen. Also flohen wir. Weder er noch ich wusste, wohin. Ziellos wanderten wir durch die Welt, hofften jeden Tag auf den nächsten und fürchteten ihn zugleich. Ich habe mittlerweile ein bisschen zu viel RGB hier überall. Bis wir hier ankamen. Obwohl, man kann ja nicht zu viel haben. Ich habe ja noch so eine komische im Schleier Leuchtkugel. Fanden wir Zuflucht. Das ist aber LED, nicht RGB. Und Kleider. Er heilte unsere Wunden. Zumindest meine Wunden. Ihm war nicht mehr zu helfen.
Er starb also. Hier habe ich jetzt auch noch ein paar Hexagons hier hinten an der Wand. Und mein Rechner leuchtet sowieso. Ein paar friedliche Tage waren uns noch vergönnt vor seinem Ende. Sie waren das größte Geschenk meines Lebens. Als das Leben aus seinen Armen wich, schloss Nordstedt mich in seine. Die Männer und Frauen des Schleiers teilten meine Trauer, trösteten mich. Mich, eine völlig Fremde, behandelten sie wie eine Schwester. Also schwor ich, ihnen auf ewig eine Schwester zu sein. Für Nordstedt da zu sein, so wie es für mich da gewesen ist. Zurückzuzahlen, was ich dem Schleier schuldig bin. Die ist so süß. Danke, Isabel. Kommen ja schon fast mir die Tränen. Du bist ihm ähnlich, weißt du? Vielleicht ist das der Grund, warum du mir so gut gefällst. Hör nie auf zu kämpfen, Clive. Oha. Ich werde es auch nicht. Es wird nicht einfach sein, Nordstedt weiter zusammenzuhalten. Oder was meinst du, Juna? Die ist doch super. Was wir erreicht haben. Die Bürger, die Soldaten, der Herzog von Oriflam und seine Tochter. Sie alle kämpfen nun für diese Stadt, unser gemeinsames Zuhause. Und du, Clive? Können wir weiter auf dich zählen? Immer. Na klar. Als ob wir die Isabel allein lassen würden, hallo? Schild des Schleiers. Die hat gerade ihre Lebensgeschichte offenbart und du bist abwesend. Ist das der letzte? Halt durch, nur noch ein kleines Stück. So, dann gehen wir mal wieder zurück zur Weltkarte. Vielleicht können wir da noch was machen. Also die Nebenquests, dass ich die nicht gemacht habe, war dumm. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir von der Madame so viel noch lernen. So. Clive. Gut, hier hat bestimmt noch was. Na, probieren wir es mal hier. Tja, die Madame als Hure hat mehr zu sagen für Nordstedt als der Kaiser und seine Tochter. Guck mal, ob wir der Martha helfen können. Ah, Clive. Ich wollte gerade nach dir rufen lassen. Da bin ich doch, Mädel. Würdest du bitte etwas zu Sir Wade nach Eastpool bringen? Saatgut zum Pflanzen. Je früher sie dort mit dem Anbau beginnen, desto besser. Bis sie genug ernten, werde ich natürlich weiterhin Lebensmittel schicken. Aber wenn Eastpool überleben soll, müssen die Menschen dort allein zurechtkommen. Das gilt vor allem für die Träger. Sie haben immer nur Befehle ausgeführt und jetzt sind sie ihre eigenen Herren. Kein Wunder, dass sie keine Ahnung haben, wie sie sich versorgen sollen. Also müssen wir es ihnen zeigen. Ich könnte auch jemand anderen schicken. Aber die Kutscher, die Eastpool mitbeliefern, erzählen in letzter Zeit immer öfter von Akasischen, die sie unterwegs sichten. Sir Wade will mich wohl nicht beunruhigen. Mir hat er nämlich nichts davon gesagt. Aber wenn jemand mehr aus ihm rausbekommen kann, dann du. Ist gut. Na klar, hilf mir der Martha. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Aber die Isabella war auch super. Um bald das ganze Dorf mit Gisakraut zu versorgen. Klugsam, um alle Mädels zu schwängern. Gisakraut. Entschuldigung. Zugegebenermaßen nicht das leckerste Gemüse. Aber es wächst schnell, ist widerstandsfähig und macht satt. Besser als andere Pflanzen, die beim ersten Frost eingehen. Ja, das stimmt. Und Chocobos lieben Gisakraut. Das kommt uns zugute. Schließlich brauchen wir auch gesunde und kräftige Tiere, wenn uns der Aufbau von Eastpool gelingen soll. Roh ist es ganz schön bitter, aber richtig zubereitet ist es auch für Menschen genießbar.
Man lernt wohl nie aus. Also gut, gib die Samen einfach Sir Wade. Er weiß schon Bescheid. Und frag ihn auch nach den Akasischen, ja? Gut, mach ich. Na klar. Können wir wissen, was der Justin heute macht? Er hat sich heute bei mir noch nicht gemeldet. Dieser kleine Hallo-Ding. Dabei hat er sich eigentlich... Dabei freut er sich immer auf Final Fantasy 16. Was ich nachvollziehen kann. Wenn ich mit dieser Barrikade fertig bin, kommt er nicht. Ich wollte eigentlich zu Fuß laufen, aber... Why not? Ich habe gehört, die Hüter wollen, dass wir lernen, wie man Gemüse anbaut. Hört Martha etwa auf, damit uns Essen aus der Rast zu schicken? Der steht wie so ein Depp da. Entschuldigung. Lord Rossfield. Wait, was führt Alter. Euch nach Eastpool? Eine Lieferung von Martha. Ah, sicher die Gisa-Samen. Zum Glück greift Martha uns unter die Arme. Einen Versuch ist es wert. Schließlich wäre es ein Jammer, wenn die alten Weizenfelder lange brach legen. Wir hätten sie natürlich schon bestellen können. Aber ohne Saatgut? Martha möchte vor allem, dass ihr den Trägern den Gemüseanbau erklärt. Damit sie irgendwann allein zurechtkommen. Eine ausgezeichnete Idee. Mhm. Die Träger, die wir hergebracht haben, waren gerade erst ihren Ketten entkommen. Freiheit ist neu für sie. Sie haben nie gelernt, wie man sich selbst versorgt. Deshalb liegt es an uns, es ihnen zu zeigen. Nach all den Jahren des Wegschauens ist das das Mindeste, was wir für sie tun können. Ich gestehe, dass ich und meine Männer bislang kein gutes Beispiel waren. Ohne Marthas Lieferung wären wir hier wohl schon längst verhungert. Es wird allerhöchste Zeit, dass wir uns alle selbst versorgen. Steam hat egal die Störung. Ob Träger oder Hüter. Allerdings haben wir im Augenblick alle Hände voll damit zu tun, die Verteidigung von Eastpool zu stärken. Es gab beunruhigende Sichtungen hier. Die Horde, sie rückt näher. Sie sind schon fast hier, Sir Wade. Verdammt, ich dachte, uns bliebe noch Zeit. Versammelt euch im Zentrum und ruft Verstärkung von der Rast. Ja, Sir Wade. Ja, ab 8 Uhr. Die Horde. Akasische, und zwar richtige Scharen. Sie wurden immer häufiger hier gesichtet. Nur her mit dem... Gegen diese Überzahl können wir unmöglich ankommen. Ich wollte mit meinen Männern einen Schutzwall errichten, damit wir eine Chance haben, das Dorf zu verteidigen. Aber dafür ist es zu spät. Ganz genau. Wenn die Männer von der Rast vor den Akasischen eintreffen, dann könnten wir es schaffen. Aber selbst dann nur mit einer großen Portion Glück. Und wenn ihr hier in Eastpool Verstärkung anfordern würdet? Meint ihr die Träger? Wir haben sie hergebracht, um sie zu retten, nicht um sie in den sicheren Tod zu schicken. Sir Wade, ihr braucht Hilfe bei der Verteidigung. Redet mit den Trägern. Sie wollen sicher auch für Eastpool kämpfen. Auch wenn es keine ausgebildeten Soldaten sind. Ihre Unterstützung könnte den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage bedeuten. Ihr habt recht, Milord. Ich werde mit Ihnen reden. Freunde, wir brauchen eure Hilfe. Der Feind ist uns Hütern zahlenmäßig überlegen. Aber ich weiß, dass wir ihn besiegen können. Mit eurer Unterstützung. Wir sollen uns für euch opfern. Köder spielen und diese Monster ablenken, damit ihr euch retten könnt. Wie konnten wir euch nur vertrauen? Was ihr auch sagt,
zu Hause ist den Tod nicht wert. Aber es ist wert, dafür zu kämpfen. Sir Wade und seine Männer kämpfen, damit ihr eine Chance habt. Genauso wie ich und Sid es tun. Wir wollten, dass ihr ein Zuhause bekommt, wo ihr frei seid. Und das habt ihr nun. Hier, dieses Dorf, Eastpool. Eastpool ist euer Dorf, euer Zuhause. Und wenn ihr nicht dafür kämpft, was euch gehört, verliert ihr es. Ihr wisst es selbst. Diese Welt will euch alles wegnehmen. Wirklich alles. Euer Zuhause, eure Freiheit, sogar euer Leben. Wie lange wollt ihr das alles noch tatenlos über euch ergehen lassen? Puh, schwierig. Deren Willen ist ja eigentlich gebrochen. Wollt ihr euch wie wehrlose Lämmer eurem Schicksal ergeben, ohne auch nur ein einziges Mal zurückgeschlagen zu haben? Oder wollt ihr wie freie Männer und Frauen kämpfen? Mit der Bratpfanne. Schön. Herrlich. Was tust du? Ich kämpfe. Gebt mir ein Schwert. Ich habe nie ein eigenes Zuhause gehabt. Und jetzt, wo ich es habe, will ich es nicht wieder verlieren. Oh, die süß. Und wenn ich dafür kämpfen muss, dann werde ich es tun. Wie wir alle. Wir kämpfen gemeinsam, weil wir es wollen. Für Eastpool. Für Eastpool. Das hört sich so komisch an, das Stern. Aber okay. Danke, Martha. Wir reden später. Wer die Bäuche füllt, hat das Sagen. Erst sprechen die Waffen. Zeigen wir ihnen, was Freiheit bedeutet. Werden wir. Wunderbar. Gut, mit so vielen helfenden Händen sieht die Lage schon anders aus. Ja, dank dir. Ach, ich rede immer nur, wie mir der Mund gewachsen ist. Lord Rossfield, Milady, wir sind soweit. Wie lautet der Schlachtplan? Wir teilen uns in mehrere kleine Trupps auf. In jedem davon Hüter, Träger und Wachen von der Rast. Diese beziehen an strategischen Punkten ums Dorf Position. Sobald die Akasischen angreifen, lenken die Trupps sie ab. Und versuchen, ihren Vormarsch zu bremsen. Gleichzeitig fallen sie langsam zurück. Ihr wollt sie ins Dorf locken? Richtig. Indem wir uns aufteilen, machen wir uns auch angreifbar. Verwundete müssen wir aber um jeden Preis verhindern. Deshalb konzentrieren wir uns zunächst auf unsere Verteidigung. Um die Bewegungen der Trupps zu koordinieren, geben die Träger Signale weiter. So können wir die Akasischen dort zusammenführen, wo wir im Kampf einen Vorteil haben. Das heißt, im Idealfall auf dem Dorfplatz. Hier können unsere besten Kämpfer den Feind zusammentreiben und angreifen. Und wir beide geben ihnen dann den Rest. Ein guter Plan. Allerdings muss jemand mit kühlem Kopf und Nerven aus Stahl den Trupps die Befehle geben. Und dafür kommt nur einer in Frage. Ihr, Sir Wade. Bitte, unterstützt die Leute da draußen. Wollt ihr den Ruhm für euch? Klar. Sir Wade, sie sind hier. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir arbeiten zusammen. Jeder erfüllt seine Aufgabe. Ein jeder schützt seinen Nächsten, damit keiner von uns fällt. Und Eastpool bestehen bleibt. Für Rosaria! Für Rosaria! Keine Zeit zum Diskutieren, Milord. Ich tue, was ihr verlangt. Und ich, was ihr verlangt. Dann begeben wir uns besser auch in Position. Ich bin bereit, Martha. Diese Stimme passt überhaupt nicht.
Die Ruhe vor dem Sturm. Kommt her, ihr Lümmel. Und da kommt er. Ich lasse nicht zu, dass Eastpool fällt. Ich will zwar nichts sagen, aber damit mein Move sehr zufrieden. So, 691 ist jetzt nicht viel. Bisher ist alles gut gegangen. Lord Rothschild, Planänderung. Was ist los? Was ist los? Ein Stolas war hier. Bei Rhiannons Ritt wurde ein akkasischer Curl gesichtet, der sich auf die Rast zubewegt. Und die meisten Wachen sind gerade hier. Sir Wade, wie ist die Lage um Eastpool? Schwer zu sagen. Meine Männer kämpfen noch, aber ich glaube, das Schlimmste haben wir überstanden. Ich könnte ein paar von ihnen rausschicken, um den Curl zu suchen. Nein, sie werden hier gebraucht. Ebenso wie ihr, Sir Wade. Ihr habt das Kommando. Ich suche den Curl. Kommt nur nach, wenn Eastpool sicher ist. Zu Befehl, Milord. Der Begründer sei mit euch. Mhm. Den Curl, mache ich den gar aus. So, jetzt aber schnell. Live, schnell. Ich will auch kämpfen. Mit einem Schwert kann ich nichts anfangen. Aber ich kann die mal. Ja, ich weiß nicht, ob. War schon richtig. Chocobo! Bereit? Ja! Das war übertrieben. So, jetzt aber. Okay, da war ich sicher. Warte mal, was brauche ich denn jetzt theoretisch? Diamantstaub 4,5. Das habe ich gemeistert. Das ist auch gemeistert. Ja, ist gemeistert. Gigaflare muss noch gemaxt werden, ne?
Phönixflug ist gemaxt. Lebensflamme auch. Es gibt Erfahrung, aber keine Dingsbums-Punkte, okay. Da ist er. Auf geht's, Torgal. Ah, weg mit der Viecher. Aber ist es wirklich der? Geschafft. Zurück nach Eastpool. So. Ja, der Wade hat da alles im Griff, da bin ich mir ziemlich sicher. Lord Rossfield, was ist mit dem Kerl? Er ist erledigt. Dem Begründer sei Dank. Und euch, natürlich. Wir haben derweil den Rest der Arkasischen vernichtet. Ich habe rund um das Dorf Hüter positioniert, falls sich doch noch Gefahr nähert. Aber es scheint alles ruhig zu sein. Super. Ich wage es kaum zu fragen. Ist es wirklich vorbei? Sieht ganz so aus. Unglaublich. Eastpool ist gerettet. Hoffen wir's. Danke, Freunde. Danke. Nein, Sir Wade. Wir sind es, die zu danken haben. Ihr habt uns vereint und uns klargemacht, dass man für Dinge kämpfen muss. Bevor wir hergekommen sind, hatten wir nie etwas. Nichts, das wir beschützen konnten. Aber jetzt ist alles anders. Vergebt uns, Sir Wade. Wir haben euch Schreckliches unterstellt. Ihr wolltet nur helfen. Auch Vertrauen mussten wir erst lernen. Wir sind jetzt frei. Und so müssen wir uns endlich verhalten. Mhm. Wir werden unser Eigentum verteidigen, um Eastpool zu schützen. Ganz genau. Ah, hast du eine gute Truppe. Wir werden kämpfen. Zusammen. Wir bleiben hier. Niemandem wird es gelingen, uns zu vertreiben. Dafür werden wir sorgen. Kommt, Freunde. Packen wir es an. Es gibt viel zu tun in unserem Dorf. Mhm. Ach ja. Ist schön, doch, tatsächlich. Sie sind keine Sklaven mehr. Nein. Sie sind Rosarier. Euer Vater sprach sich immer für Träger aus. Er wäre froh, diese Träger freizusehen, wenn er noch bei uns wäre. Ja, das glaube ich auch. Ich bleibe hier, Milord, und helfe beim Wiederaufbau des Dorfes mit. Von nun an ist das auch mein Zuhause. Und wenn ich mich Ispulana nennen will, muss ich auch was dafür tun.
Ihr meint wohl East Pooler, Sir Wade. Aber ihr könnt euch nun mit Recht so nennen. Ich muss mich auch anstrengen, nicht, dass ihr die Rast alt aussehen lasst. Ich sollte mich langsam auf den Rückweg machen. Können wir weiter auf deine Hilfe zählen, Martha? Natürlich. Schließlich wäscht eine Hand die andere. Wir Rosaria müssen zusammenhalten, oder nicht? Ja, in der Tat. Und Clive, sieh nachher bitte auch noch bei mir vorbei, damit ich mich anständig bei dir bedanken kann. Oha. Ist gut. Bis gleich. Das wird jetzt interessant. Lord Rossfield, wisst ihr noch unsere erste gemeinsame Mission? Nö. Der Kampf mit den Goblins in der Stillwindmarsch? Ah, ja, doch, tatsächlich. Als könnte ich das vergessen. Einen Anblick werde ich nie vergessen. Ihr, vor diesem gigantischen Morbol. Nicht die Spur von Angst in den Augen. Seitdem gab es viele Tage, an denen mich der Mut fast verlassen hätte. Immer dann, wenn der Feind uns so überlegen war, dass ich am liebsten mein Schwert niederlegen wollte. Aber jedes Mal fiel mir euer Blick von damals ein und ich erinnerte mich wieder, was es heißt, ein Schild zu sein. Und deshalb werde ich nie aufgeben, egal was Eastpool noch erwartet. Dank euch. Sir Wade, ihr wart schon immer ein wahrer Schild. Nicht nur Eastpool, sondern auch ganz Rosaria kann auf euch zählen. Danke, Milord. Das ist doch super. Und der Rest der Welt kann auf euch zählen. Ich gebe mein Bestes. Gut, gut, gut. Das läuft doch schon mal. Das lief doch gut. So, dann würde ich tatsächlich gerne nochmal mit Martha sprechen. Da können wir ja schnell reisen. Das gefällt mir sehr gut. Super. Ach, die Martha ist super. Die Madame aber auch tatsächlich. Also hier bei Final Fantasy haben sie die Frauen gut dastehen lassen. Nicht so übertrieben wie bei Horizon Forbidden West. Ah, da ist ja unser Held. Für dich du doch immer. Du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Tja. So konntest du nicht nur die Samen überbringen, sondern auch Eastpool und die Rast retten. Ich habe nur meinen Teil getan. Und für diesen Teil sollst du natürlich belohnt werden. Hier, nimm, bevor ich es mir anders überlege. Oh. Danke, Martha. Hier, nimm, bevor ich es mir anders überlege. Schön, dass in Eastpool endlich wieder Leben einkehrt. Ein Zuhause für freie Träger. Wer hätte gedacht, dass wir das noch erleben? Die Idee kam von dir. Weiß ich ja, aber ich hatte sie nie zu Ende gedacht. Träger, die sich selbst versorgen, für sich selbst denken, für sich selbst arbeiten. Wie in eurem Versteck, nur nicht versteckt. Wobei es hier an der Rast dieser Tage auch so ist. Weißt du, diese Träger in Freiheit zu sehen, das erinnert mich an mein erstes Treffen mit Sid. Auch wenn ich an den Tag nur ungern zurückdenke. Klingt, als hättet ihr euch nicht auf Anhieb verstanden. Was war denn? Nun, wenn du es wissen willst, ich hatte schon lange bevor ich ihn kennengelernt habe, für Träger gekämpft. Um genau zu sein, haben sich deshalb unsere Wege überhaupt erst gekreuzt. Eines Tages tauchte er hier auf und wollte wissen, wer bei uns die ganzen Träger kauft.
Er muss gedacht haben, dass ich Schreckliches mit ihnen anstelle. Dass ich sie jage, zum Spaß foltere oder weiß der Begründer was. Und ich? Ich dachte, dass er ein Vorsteher ist und ich aufgeflogen wäre. Aber am Ende haben wir doch noch begriffen, dass wir auf derselben Seite waren. Noch. Aber dann ging es los. Der unverschämte Kerl wollte mich belehren, was ich alles falsch mache. Nach allem, was ich schon auf mich genommen hatte. Er meinte, ich würde meinen Trägern keine Freiheit schenken. Dass sie immer noch als Sklaven sterben würden. Ich habe ihm natürlich die Meinung gegeigt. Hab gesagt, wenn ihm nicht passt, was ich mache, soll er entweder abhauen oder mich verpfeifen. Und was hat er getan? Gelächelt und dann gelacht. Hab ich dann auch. Später an diesem Tag haben wir abgemacht, immer zu helfen, wenn einer von uns in der Klemme steckt. Und das habt ihr. Ja, wir hatten schließlich das gleiche Ziel. Das Leid der Träger zu lindern. So wie dein Vater. Ich kam etwa zur gleichen Zeit zur Welt, als er Großherzog wurde. Als Kind habe ich gesehen, wie er versucht hat, die Dinge zu ändern. Allerdings stieß er auf starken Gegenwind. Das stimmt. Je höher die Ziele sind, desto schwerer sind sie zu erreichen. Deshalb liegt es jetzt an uns, dafür zu sorgen, dass die Träume wahr werden, die auch Sid und mein Vater hatten. Besser hätte ich es nicht sagen können. Und wenn wir es nicht schaffen, dann die, die nach uns kommen. Zum Glück haben wir schon ein paar vielversprechende Küken im Stall. Bei dem Gedanken könnte man geradezu Hoffnung schöpfen. Ein klein wenig. Also gut, genug geschwatzt. Die Arbeit wartet, das Essen kommt schließlich nicht von selbst auf den Tisch. Nach dem harten Kampf um Eastpool haben sicher alle Hunger. Und du und ich werden die Welt auch nicht mit leerem Magen retten. Ein warmes Mahl klingt wunderbar. So, will ich noch mal ganz kurz Baby machen. Wofür habe ich denn? What the fuck? So. So ist es doch wesentlich besser.
Schwierig. Ich würde meinen Status gerne erhöhen. Also hier könnten wir die Quest tatsächlich weitermachen. Doch, ich habe was. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Und guck mal, ob ich irgendwas im Dingsbums machen kann. Das verschafft mir die Ehre. Willst du was schmieden? Ich will tatsächlich nichts schmieden. Ich würde gern was verbessern. Meteoritenstein. Was das? Von dem brauche ich noch ein paar. Sieh mal an, du lebst ja noch. Dieser riesige Tollpatsch. Auch wenn er ein bisschen schwer vom Begriff ist, hat er ein gutes Herz. Er ist mir tausendmal lieber als ein ehrlicher Blödling. Es ist mir tausendmal lieber, dass ein ehrlicher Blödling für mich arbeitet als ein schlaues Schlitzohr. Er drückt sich nie vor der Arbeit, gibt wieder. Das ist ein guter Kerl. Wer über ihn meckert, dem ziehe ich die Ohren lang. Das darf nämlich nur ich. Ich sehe schon, du wirst dich verabschieden. Dann mach's mal gut. Und nur als Warnung, wenn du nicht wiederkommst, komme ich persönlich da hoch und ziehe dich an den Ortes zurück. Danke, Karl. Das war jetzt eigentlich nichts, wofür ein normaler Mensch sich bedanken würde, aber gut. Sieh einfach zu, dass du nicht stirbst. Führungswechsel sind schlecht fürs Dann Geschäft. Schaffst du das hier auch. Was suchst du denn? Vielleicht nächstes Mal. Davon habe ich keine mehr. Fuck. Komm wieder vorbei. Oder auch nicht. Mir ist es gleich. Was willst du? Sei nicht so ein griesgrämiges Arschloch. So, was habe ich denn? Verteidiger Gaia-Schwert. Ewigschatten. Ah, mir fehlt Meteoritengestein. Hey. Kannst mir später danken. Das hört sich gut an. Was haben wir hier? Die trage ich schon. Okay, das bedeutet, ich brauche nur noch Meteoritengestein. Oh, plus 10 ist natürlich nicht schlecht, ne? Boah, ich habe hier noch so viel zu tun. Erst das mit dem Himmel, jetzt dieser Kristall. Was kommt als nächstes? Man kann über sie sagen, was man will. Damit sollten wir bis nächsten Monat über die Runden kommen. Sollten wir hinkriegen. Sid, bist du hier, um nach den Nixenkelchen aus Rosaria zu sehen? Eigentlich nicht. Aber wachsen sie denn gut? Mittelmäßig.
Aus den Samen sind tatsächlich neue Blumen gewachsen. Leider blühen sie nur spärlich. Das liegt sicher am unfruchtbaren Boden. Allerdings glaube ich, eine Lösung dafür gefunden zu haben. Von der du mir sicher erzählen willst. Ich muss nur den richtigen Dünger produzieren, und zwar aus Morbols. Ich weiß. Lass mich ausreden. Morbols haben einen schlechten Ruf, zu Recht. Sie sind garstige Kreaturen. Aber sie sind auch wahre Überlebenskünstler, die Äther aus der Umgebung absorbieren und in Nährstoffe umwandeln können. Wenn es mir gelingt, diese Nährstoffe zu extrahieren, könnte ich einen Dünger gewinnen, der den Blumen den nötigen Energieschub gibt, um zu gedeihen. Ich garantiere dir, das wird ein Erfolg. Ich brauche nur eine einzige Morbol-Ranke. Du brauchst also nur eine einzige Ranke eines gewöhnlichen Morbols. Ganz genau, eine Ranke. Was den Morbol angeht, ich fürchte, da wird ein ganz gewöhnlicher leider nicht reichen. Es geht mir um ein ganz besonderes Exemplar. Es lebt angeblich in den Sümpfen von Rosaria. Es sollte nicht lange dauern, ihn zu finden. Ich habe nämlich gerade erst einen Anschlag dazu am Jagdbrett gesehen. So ein Zufall. Nicht wahr? Aber ich will dich nicht länger aufhalten. Schließlich haben wir beide viel zu tun. Wo ist denn meine Gießkanne? Morbol. Das werden wir tatsächlich auch noch hinkriegen, da bin ich mir recht sicher. Mit Hilfe des Jagdbretts. Oh, super. Ah, hab ich verlaufen. Entschuldigung. Den außergewöhnlichen Morbol. Uns bleibt nicht viel Zeit. Meine Entscheidung steht fest. Meine Flügel werden euch und euren Bruder nach Ursprung tragen, auf dass der Name des Hauses Lesage ehrenvoll in die Geschichte eingehen möge, nicht in Schande, selbst wenn ich nicht... Ihr habt es selbst gesagt. Möglicherweise ist eine Reise ohne Wiederkehr, und doch bin ich entschlossen, sie anzutreten. Ultima hat mir bereits so vieles genommen, und wenn sein Werk erst vollendet wird, niemand von wir uns... Wir müssen... Ihr habt recht. Seid genau das Volk wie eurer Bruder. Dankesbezeugung können warten, bis alles vorbei ist. Das ist der Spielstand kurz vor der letzten Schlacht. Ah, verstehe. Ist ja blöd, ich will gern das DLC spielen. So, Sichtung über Morbols. Ja, ist ja gut, du komisches Vieh. So, stimmt es, dass dein Bruder keine Möhren mag? Naja, kein Wunder. Wenn die Möhren und Rosaria alle so aussehen wie das Ungetüm hier am Brettkupo. Was zum... So, wir haben unser Monster-Hunting schon gut gemacht. Nach mir gehen würde, würde ich ja tatsächlich Final Fantasy Crystal Chronicles weiterspielen, aber darauf hat halt keiner Bock. Auf der anderen Seite guckt ja auch kein Arsch mehr zu, also von daher. Karotte. Schreib mir das jetzt mal auf. Drillingsschilf aus dem Boden ragt, dann versuche auf keinen Fall sie herauszuziehen. Im Wald ist das nämlich keine Möhre, sondern vielmehr eine exotische Morbolart, eine karottenähnliche Ranke als Köder benutzt, um Beute anzulocken, damit Haut und Haare verschlingen. Die Natur hat anscheinend einen Weg gefunden, sich selbst diese schweren Zeiten zunutze zu machen.
Das murmelnde Moor Rosaria. Okay, also orangene Ranken, die aus diesem Moor rauskommen. Irgendwo im Rosaria. Nordstedt. Port Isolde. Docks, Marthas Rast, Drillingsschilf, Versteck, Kriegsbrück, nördliches Sandbreck, nördliches Dalmar, südliches Rosaria, Fels Falkenschrei, Drillingsschilf. Zentrales Rosaria, nördliches Rosaria. Ich bin mir halt nicht ganz sicher. Da muss ich tatsächlich erstmal nach Rosaria, da würde ich auch wirklich hier ins Drillingsschilf erstmal gehen und dann gucken. Murmelndes Moor in Rosaria und dort nach karottenähnlichen Ranken Ausschau halten. Ich würde tatsächlich hier... Ups, Entschuldigung. Irgendwo hier im Moor soll es karottenähnliche Sachen geben. Hier irgendwo.
irgendwo im Moor. Also hier im Sumpf. Das ist nicht das, was ich suche. Er ist nicht das, was ich suche. Da muss ich hin. Zurück. Verstehe. Das hätte man ruhig auf der Weltkarte zeigen können. Und jetzt hier links. Wie soll Zeug rausragen? Karotte. Oh, 10.000. Jawoll. Es musste ja ein besonderer Mauer sein. Au. So gut. Oh yeah, Mega Flare!
Ah, perfektes Ausweichen gibt es also richtig Kraft. Das tut gut. Voll. Berüchtigte Gefahr gebannt. 2000 Erfahrung, 10.000 Money. Ja, Wollinger. Das war definitiv kein gewöhnlicher. Ich kann diese Ranke gar nicht früh genug loswerden. Das lief besser als gedacht. Das habe ich ja noch gut gefunden. Der karottenartige Morbol. Hätte Justin gefallen tatsächlich. Aber naja. Ich würde natürlich jetzt mehrere Quests auf einmal aufnehmen, aber... Man kann über sie sagen, was man will. Wo finde ich mein fucking... Warum kann ich das fucking DLC nicht starten? Abschluss der geforderten Nebenquests. Ja, welche geforderten Nebenquests? So, nach dem Kauf sagt er, direkt welche Voraussetzungen vor dem ist. Ursprung auf der Weltkarte freigeschaltet, die Nebenquests, wo ein Wille ist und Blume des Lächelns abgeschlossen haben. Okay. Was müssen wir denn machen? Wir müssen den Ursprung auf der Weltkarte freischalten. Okay. Die Nebenquest, wo ein Wille ist. Wo ein Wille ist. Wo ein Wille ist. Wo ein Wille ist und Blumen für ein Lächeln. Wo ein Wille ist. Damit sollten wir bis nächsten Monat über die Runden kommen. Nebenquests machen. Das ist immer scheiße. Nebenquests für DLCs sind immer bäh. Die mag ich tatsächlich nicht wirklich. Ah, Sid.
Mir ist nicht entgangen, dass sich etwas in deiner Tasche höchst verdächtig windet. Hier. Die ist jetzt dein Problem. Welch phänomenales Exemplar. Das Fleisch pulsiert vor lauter Lebenskraft. Denk nur, wie wirksam der Dünger daraus werden wird. Also gut, dann will ich keine Sekunde mehr verschwenden. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen und die Ranke verarbeiten. Vielen Dank für die Hilfe. Na gut. Es ist genau wie erhofft. Siehst du das? Wie die Nixenkelche sich freuen? Und wenn ich mich nicht irre, höre ich die Wurzeln wachsen. Sicher werden von diesem Dünger auch die anderen Pflanzen hier im Versteck profitieren. Freut mich, dass ich helfen konnte. Du hast nicht nur geholfen, Sid. Du warst unsere Rettung. Erinnerst du dich noch an den Extrakt, den ich dir gegeben habe? Ich habe mehr davon hergestellt und diesmal die Blätter der gestärkten Nixenkelche darunter gemischt. Und du wirst es nicht glauben, aber die Wirkung hat sich fast verdoppelt. Bitte nimm diese Ampulle als Dank für deine Hilfe. Den Rest werde ich Taya geben. Allein schon das Potenzial erhöht, wirken diese dann erst in die geballte Lebenskraft. Okay, wird zur weiteren Verbesserung der Wirkung von Mitteln benötigt. Mittel maximal verstärkt. Cool. Perfekt, du hast etwas erhalten, mit dem ab nun die Wirkung der meisten deiner Mittel noch weiter verbessert wird. Sowohl Halttränke als auch Supertränke stellen noch mehr Lebenspunkte wieder her. Stärke und Steinhaut werden. Super! Ist tatsächlich ganz gut. Das gefällt mir. Ich muss noch so viele Nebenquests machen. Ich mache das anders. Ich gehe auf die Weltkarte und mache das im Versteck später. Da muss man für das DLC auch noch arbeiten, du. Komm, sieh dich ruhig um. Gute Wahl. Sehr wohl. Ah, der hat immer nur einen davon. Bis bald. Warte mal, würde das theoretisch reichen, um mein Schwert jetzt zu verbessern? Das wäre, würde mich jetzt eigentlich relativ gut, würde mir gut helfen. Hm. Was willst du? Acht? Oh, ich habe alles dafür hingeballert. Fuck.
Moment. Fuck. Sieh mal an, du lebst ja noch. Zu viel Gill in der Tasche? Immer. War's das schon? Leider ja. Ich würde tatsächlich jetzt gerne mal einfach die Händler alle abklappern. Meteoritengestein zu kriegen. Nimm das, du böser Dieb! Und Clive! Was verschafft mir die Ehre? Ich wollte sehen, wie es euch ergangen ist, seit du hier alle wieder versöhnt hast. Seit wir alle wieder versöhnt haben. Uns geht's geradezu fantastisch. Konrad und Natalie gehen sich weiterhin nicht gegenseitig an die Gurgel und arbeiten zusammen. Unsere Speicher sind voll und die Banditen noch zu durcheinander, um uns wieder zu überfallen. Genau wie die liebe Lady Jane und Lord Underhill es wollten. Bist du ein Lord? Luba wird auch bald einer. Er soll der Lord von Dalimil werden, weil die Erwachsenen wegen ihm nicht mehr streiten. Der Dorfrat von Dalimil, mein Kind. Und die Wahl hat noch nicht stattgefunden. Mhm. Aber wenn die Menschen hier mich wollen, mach ich's. Dann werde ich als allererstes eine Schule eröffnen, damit kleine Plagen wie ihr lernt, dass man Erwachsene nicht unterbricht. Guter Mann. Wo wir von Plagen sprechen, uns droht eventuell eine recht besorgniserregende. Was ist denn los? Anscheinend hat Konrad und Natalies Beispiel, ihre Differenzen beizulegen und eine geeinte Front zu bilden, die Banditen inspiriert. Mhm. Denn jetzt verfolgen die eine ganz ähnliche Strategie. Sie haben inzwischen eine Art Bund der Geächteten gegründet. Und mit jedem Tag werden sie mehr und mehr. Wir verjagen sie einfach wie letztes Mal, egal wie viele es sind. Oder, Lubor? Natürlich werden wir das. Wenn wir weiter zusammenhalten, kann uns keine Herausforderung der Welt unterkriegen. Aber je länger wir uns vor dieser drücken, umso schwieriger wird sie. Und irgendwann bleibt uns vielleicht nichts anderes übrig, als die Beine in die Hand zu nehmen. Wir sollten diesen Versuch, sich zu organisieren, sofort im Keim ersticken. Indem wir die Banditen finden, die sich dem Bund noch nicht angeschlossen haben, und dafür sorgen, dass sie es nie tun. Vielleicht könnte ein gewisser Lord Underhill uns in dieser Sache noch einmal beistehen? Aber natürlich. Danke, Milord. Victor wird dir alles weitere erzählen. Ich habe ihn zum Wüstentor geschickt, um die Berichte meiner Späher entgegenzunehmen. So ein hilfsbereiter Mann. Erinnert mich an dich? Dann werde ich mal mit ihm reden. Können wir gleich machen. Was ist an Victor nimmt gerade die Berichte über die Banditenlager entgegen. Ein Bund der Geächteten. Wir bekommen wohl Konkurrenz. Von der Karawane aus. Hanver, Seide, wie ihr sie noch nie zuvor gesehen. In den letzten Monaten haben wir auf jeden Fall gelernt, dass wir stärker sind, wenn wir zusammenstehen. Und wenn ein Dorfrat dabei hilft. Mit Drachenfang habe ich auch meine Arbeit. Ich würde gerne gucken, ob ich hier noch. Vater, was ist mit deinem Kristall? Der ist kaputt. Und wir bekommen auch keinen neuen. Diese elenden Verbrecher haben sich mit meinen besten Stücken davon gemacht. Warum musste ich ausgerechnet von Kennern ausgeraubt werden? Ja, das passiert. Ich würde gerne gucken, ob ich hier noch ein paar Händler finde. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Tatsächlich ja. Ich suche. Bitte sehr. Nach Meteoritenstein. Habe ich ja schon mal 3 von 8, um mein Schwert zu verbessern. Das gefällt mir persönlich ganz gut. Ich kann's immer noch nicht fassen. Lord Cooper. Seine Männer sind alle weg.
unsere besten Kunden. Haben die Huren sich jetzt darüber beschwert, dass sie weniger von Kupkas Männern gevögelt werden? Frisch von der Karawane aus Kanva. Seide, wie ihr sie noch... Ist ja schön, dass Konrad und Natalie sich ausgesöhnt haben. Aber wenn sie schon den ganzen Tag hier rumsitzen müssen, könnten die beiden da nicht wenigstens ein bisschen mehr bestellen? Die Bürgerwehr und die Händlergilde arbeiten zwar weiterhin zur Verteidigung Dalimils zusammen, aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das ohne einen gemeinsamen Anführer an der Spitze auf Dauer nicht gut gehen kann. Wir brauchen einen Dorfrat. Jemanden, der die ganze Stadt vereinen kann. Milord, ich sehe, ihr habt den Führer der Flammenfeder getroffen. Dann erlaubt mir nun bitte, euch meine wahre Identität zu offenbaren. Als Informant der Ewigen diene ich seiner Gnaden schon seit vielen Jahren hier in Dalimil. Vor nicht allzu langer Zeit wurde mir sogar die große Ehre zuteil, ihm hier Zuflucht zu gewähren. Doch bedauerlicherweise war mein bescheidener Eintopf nicht zu seiner Zufriedenheit. Euer Bruder hat alle Möhren herausgepickt. Der mochte die... Tja. Joshua mag also keine Karotten. Ist das wirklich eine gute Idee? Die Wüste ist gefährlich. Eine Karawane wäre sicher. Hola, Victor. Daniel, Victor. Ah, Sid. Ich dachte, du wärst wieder in Kostnice. War ich auch, aber jetzt bin ich zurück. Irgendwie ist mir Dalimil ans Herz gewachsen. Und es wäre wirklich schade, wenn all unsere Bemühungen, die Stadt zu retten, nun doch umsonst gewesen wären. Der gute Lubor weiß meine Gefühle auch sehr wohl für sich zu nutzen. Und so helfe ich ihm wieder einmal. Da bist du nicht der Einzige. Das ist schön. Was will er von dir? Ich soll euch mit den Banditen helfen. Und du weißt anscheinend, wo ich sie finde. Du kommst gerade zur rechten Zeit. Ich wollte gleich zu Konrad, um letzte Vorbereitungen zu treffen. Es gibt zu viele Lager in der Gegend, um alle auf einmal anzugreifen. Aber wir müssen jetzt handeln. Das ist unsere beste Chance, sie unschädlich zu machen. Sonst wird ihre Vereinigung mit jedem Tag nur stärker werden. Dann los. Welches Lager soll ich übernehmen? Es gibt eins oben am Fluss, hinter den Dünen. Verstanden. Dann machen wir mal. Sollen sich diese Schufte doch zusammentun. Genau, den tritt mir auch so in den Arsch. Ich glaube, der hat eine Schwäche für Eis. Zu mir, Flasher! War wohl ein besonderes Monster. Ah, die Fähigkeiten der Jill waren schon super. Oder sind schon super.
Das muss das Banditenlager sein. Auf geht's, Torgal. Hey ho. Hey Boys. Ja. Versucht's. War schon gemein. Beute. Mich alles mit. Dann zurück zu Vector. Sid, da bist du ja. Ein Glück. Die Banditen waren also kein Problem. Ja, aber deswegen bist du nicht hier, oder? Nein, es ist etwas passiert. Komm mit zurück nach Dalimil. Was ist denn? Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Angeblich ist Lubor ein Träger. Was? Einer unserer Trupps war wohl nicht sorgfältig genug. Beim Angriff auf die Lager ist ein Bandit entwischt. Auf der Flucht ist dieser dann nach Dalimil geraten. Die Kinder haben ihn entdeckt und er wollte sie schon niederstechen. Da hat Lubor ihn erledigt. Mit einem Magieblitz. Und zwar ohne Kristall. Das ist unmöglich. Außer er ist ein Träger und hat es all die Jahre verheimlicht. Und genau das glauben die Leute. Ich könnte es ihm nicht verübeln. Schließlich macht sich niemand freiwillig zum Sklaven. Aber für die Leute ist er jemand, der sein Leben lang gelogen hat. Jemand, der ihr Anführer sein wollte, obwohl er für sie nicht einmal ein Mensch ist. Ach. Was auch immer jetzt passiert, eins ist sicher. Lubor braucht jede Hilfe, die er bekommen kann. Das stimmt. Ja, was halte ich für Schwachsinn? Weil der doch die Kinder gerettet. Aber egal, ob er ein Träger ist oder nicht. Ist ein guter Mann. Damit wäre die Katze aus dem Sack. Ich hatte mir angewöhnt, für solche Fälle einen Kristall in Griffnähe zu haben. Aber als es darauf ankam, habe ich vergessen, ihn in die Hand zu nehmen. Tja... Es wäre ohnehin irgendwann rausgekommen. Tut uns leid, Lubor. Wir haben versucht, wegzurennen. Aber er hat uns eingeholt. Es ist nicht eure Schuld. Endlich konnte ich auch mal den Helden spielen. Für mich zählt nur, dass euch nichts passiert ist. Dass er es noch wagt, mit normalen Menschen zu reden. Sicher nichts als Lügen. Genau wie er uns jahrelang belogen hat. Oh, kommt schon, wirklich. Und wie immer glauben die Leute, was sie glauben wollen. Wir müssen was tun. Und zwar schnell. Wir müssen die Leute überzeugen, dass sich nichts geändert hat. Dass sie Vorurteilen anhängen. Und ihr wahrer Feind außerhalb der Stadt lauert. Nicht darin. Du hast recht. Lass uns mit allen reden. Na toll. Einverstanden. Ich übernehme die Leute hier. Einem Landsmann schenken sie vielleicht Gehör. Geh du zur Schenke. Ja. Konrad und Natalie dürfen nicht vergessen, was Lubor alles für uns getan hat. Sie wissen, dass Lubor und ich Freunde sind. Ich wäre wohl nicht der überzeugendste Gesprächspartner. Lord Underhill von Randellas Kaufmannszunft hingegen ist allgemein als unparteiischer Vermittler bekannt. Ich tue mein Bestes. Ich bin aber nicht mein Onkel.
Lubor, bleib hier bei den Kindern. Ich kann dir nichts versprechen, aber wir versuchen es. Mehr kann ich von euch auch nicht verlangen. Na, super. Lief ja nicht so optimal. Ach, Lubor. Kurz vom Bürgermeister oder so eine Kacke. Müssen die hier draußen immer so einen Lärm machen? Er hat sich doch die ganze Zeit ins Fäustchen gelacht. Quatsch. Verzeiht bitte die Störung, aber habt ihr einen Moment Zeit? Ihr kommt mir irgendwie bekannt vor. Mir ebenfalls, Lord Underhill, nicht wahr? Von der Kaufmannszunft? In der Tat. Ich wollte über Lubor sprechen. Wegen der Gerüchte. Die sind leider wahr. Er ist ein Träger. Dorfrat wird er jedenfalls nicht. Wenn's nach mir geht zumindest. Und seine Schmiede? Ob Träger oder nicht, seine Arbeit wird überall hoch geschätzt. Damit hat er euch doch einen Dienst erwiesen. Ist das nicht ein Grund zur Nachsicht? Nachsicht? Er hat getan, als wäre er einer von uns. Dabei hat er hinterrücks über uns gelacht. Es tut mir leid, Milord, aber er hat uns und euch belogen. Wir können ihm nicht trauen. Und was habt ihr vor? Wollt ihr ihn vertreiben? Die Schmiede schließen? Vielleicht. Das entscheiden die Leute von Dalimil. Und ihr dürft euch da gerne raushalten. Ah, also überzeugend sind wir jetzt nicht so unbedingt. Na gut. Man hat mir nicht einmal zugehört. Sie sind alle so stur. Mir auch nicht. Konrad und Natalia ist ihr verletzter Stolz wichtiger als alles andere. Warten wir ab. Vielleicht nehmen sie Vernunft an, wenn sie sich beruhigt haben. Fürs Erste sollten wir zurück zu Lubor. Ist gut. Dann gehen wir mal zurück zu Lubor. Eieiei. In aller Welt hält Victor zu dem Träger. Ja, warum nicht? Ich schätze, ihr habt keine guten Nachrichten. Nope. Noch besteht Hoffnung, aber. Tja, es ist wohl doch aussichtslos, wie ich erwartet habe. Du darfst nicht aufgeben, Lubor. Hab Geduld. Das wird wieder. Wir werden sie schon noch irgendwie überzeugen. Keine Sorge. Nein, werdet ihr nicht. Ihr solltet eure Zeit hier nicht länger verschwenden. Aber Lubor... Rujana hat immer gesagt, dass Stahl niemals lügt, dass jede Klinge das Wesen ihres Schmieds offenbart. Steh zu dir selbst, das hat sie gemeint. Ironisch, wenn man bedenkt, dass ihr das Leben mit einem ihrer Schwerter genommen wurde. Aber ohne Zweifel ist sie sich selbst und ihren Überzeugungen immer treu geblieben. Mhm. Bis zum Schluss. Und ich muss das auch sein. Ich muss tun, was mir richtig erscheint. Egal, was andere von mir denken. Und jetzt weiß ich auch, was das ist. Ich muss in meiner neuen Rolle aufgehen. Und die Menschen von Dalimil in ihrem Hass auf mich vereinen. Denn nur zusammen werden sie eine Chance gegen die wahre Bedrohung haben. Natürlich muss ich einen entsprechend dramatischen Abgang hinlegen. Geh nicht, Lubor. Du bist der Einzige hier, der immer nett zu uns ist. Sonst sind wir schon wieder allein. Oh. Glaubt mir, meine Lieben, es ist für alle das Beste. Nicht nur für die Stadt, sondern auch für euch. Aber du kannst sie doch nicht einfach zurücklassen. Die Kinder brauchen dich. Du musst den Menschen hier wenigstens etwas Zeit geben, ihre Meinung zu ändern. Das werden sie nicht, Victor. Nicht mehr. Ach, so ist das. Also wirst du jetzt die Stadt und die Kinder einfach ihrem Schicksal überlassen? Das hätte ich nicht von dir gedacht. Aber mich hast du wohl auch getäuscht. Victor... Was soll's? Mach, was du willst. Ist das wirklich der richtige Weg, Lubor?
Es ist jedenfalls der Beste, der mir noch offen steht. Ach, und bevor ich's vergesse, hier, für deine Hilfe mit dem Banditenlager. Mhm. Na gut, ich muss dann... Ja, Controller, passt schon. Wenn ich irgendwas tun kann, egal was. Ich komm drauf zurück. Danke. So richtig gefällt mir das nicht. Hasenjagd, eieiei. Meteoritengestein, geil, davon brauche ich 8 Stück insgesamt, ne? So, Gegenstände. Orikalkum. Meteoritenstein, 4 Stück habe ich. Willst du mir beim Packen helfen? Was hast du vor? Aber ich nehme ohnehin nicht viel mit. Ich bin hier schon so gut wie fertig. Du willst Dalimil also wirklich verlassen? Ja. Hat er gesagt. Da gäbe es allerdings noch eine Kleinigkeit, bei der ich Hilfe bräuchte, bevor ich gehe. Oder 2 vielmehr. Sag mir, was ich für dich tun kann. Es geht um die Kinder. Sie sollten meine Schande nicht mitertragen müssen. Und genau das wird passieren, wenn ich sie hier lasse. Man wird sie ausgrenzen, weil die Leute wissen, dass sie mir nahestehen. Aber mitnehmen kann ich sie auch nicht. Ich kann mir tatsächlich nur einen einzigen Ort vorstellen, an dem sie sicher aufgehoben wären. Das Versteck. Verstehe. Die Kinder sind bei uns jederzeit willkommen. Danke, Clive. Das werde ich nicht vergessen. Auf jeden Fall, mir lassen die Kinder noch nicht hier. Du bist noch hier? Was ist, Pferda? Du bist ja ganz blass. In der Velkroi ist eine Flut ausgebrochen, und zwar eine große. Diese Banditen vom Bund der Geächteten wurden da draußen komplett vom Äther überschwemmt. Was? Ja, und jetzt haben sich diese Dreckskerle alle verwandelt und kommen auf uns zu. Akasische Banditen. Das ist das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können. Die Stadtwache wird ihnen keine 5 Minuten standhalten. Wir müssen raus aus der Stadt. Alle. Und zwar sofort. Pferda, ruf die Männer zusammen. Sie können jeden Moment hier sein. Wir müssen eine Fluchtroute für die Leute sichern. Na, worauf wartest du? Schon unterwegs. Ich wette mit dir. Das wird sich. Planänderung. Die Kinder bleiben fürs Erste bei mir. Du gehst und suchst Konrad und Natalie. Sag ihnen, sie sollen sich auf eine sofortige Evakuierung vorbereiten. Verstanden. Ich versuche inzwischen mit allen anderen zu reden. Wünsch mir Glück. Ich glaube nicht, dass sie dir zuhören werden. War ein bisschen schade, finde, weil eigentlich macht ihr sich mehr Sorgen um die Stadt als alle anderen. Ich schwöre, ich sage die Wahrheit. Sie kommen hierher. Müssen die hier draußen immer so einen Lärm machen? Was ist denn? Oh, ihr seid es. Was wollt ihr hier, Lord Underhill? Ich muss euch etwas Dringendes mitteilen. In der Velkroi ist eine Ätherflut ausgebrochen. Das Lager des sogenannten Bunds der Geächteten ist überschwemmt worden. Sie haben sich verwandelt. All diese Banditen sind jetzt akasisch und sie könnten jeden Moment hier sein. Ihr müsst die Menschen aus der Stadt evakuieren und zwar sofort. Ach, wirklich? Und von wem, wenn ich fragen darf, habt ihr diese erschütternden Neuigkeiten? Von Lubor vielleicht? Der steht nämlich gerade auf dem Markt und erzählt genau denselben Unfug. Ihr könnt ja glauben, wem ihr wollt, Milord. Aber wir wissen ganz genau, dass er lügt. Warum sollte er in einer so ernsten Angelegenheit lügen? Wer weiß, vielleicht will er sich irgendwie an uns rächen. Wäre er nicht aufgeflogen, dann wäre dieser Kerl demnächst unser Dorfrat geworden. Ein Posten, auf den ein Träger sicher keine Aussicht mehr hat. Würde mich nicht wundern, wenn der Junge innerlich brodelt vor Zorn. Lord Underhill, verzeiht mir, aber es ist nur allzu offensichtlich, auf wessen Seite ihr steht.
Lubor ist nicht vertrauenswürdig und deshalb seid ihr es leider ebenso wenig. Ich verstehe eure Skepsis. Aber was, wenn Lubor doch die Wahrheit sagt? Bedenkt, wie viele Leben hier potenziell auf dem Spiel stehen. Er lügt. Und zwar garantiert. Jetzt macht, dass ihr verschwindet. Warum hörst du dich an wie so ein Lackaffe, ey? So ein Grenzgebieter, Vollidiot mit Down-Syndrom, ey. Entschuldigung. Es hilft nichts. Sie hören nicht auf mich. Wir müssen ohne sie zurechtkommen. Ich sollte mit Ferda sprechen. Vielleicht machen wir den Laden. Was macht denn Lubor da für einen Aufstand? Ferda. Sid, was gibt's? Ich habe versucht, mit Konrad und Natalie zu reden. Leider vergebens. Sie sind überzeugt, dass alles, was Lubor sagt, gelogen ist. Diese Schwachköpfe! Auf die Stadtwache könnt ihr also nicht zählen. Aber auf mich. Ich werde euch helfen, Dalimil zu verteidigen. Sagt mir nur wie. Danke, das weiß ich zu schätzen. Sid! Ferda! Ich habe überall nach euch gesucht! Viktor, du bist noch hier? Ich dachte, Lubor braucht vielleicht Hilfe. Und genau der Fall ist gerade eingetreten. Kommt schnell mit! Das gefällt mir gar nicht. Ihr müsst mir glauben, sie kommen hierher! Sie essen nicht, sie schlafen nicht, sie werden nicht müde und sie töten jeden, der ihren Weg kreuzt. Das sind keine einfachen Banditen, sie verhandeln nicht und kennen keine Gnade. Einmal konnten wir die Stadt verteidigen, aber diesmal ist es anders. Ich verlange nicht, dass ihr mir vergebt, aber bitte, glaubt mir, wenn ihr nicht flieht, werdet ihr sterben. Ihr werdet alle sterben, verdammt! Das hättest du gern, nicht wahr, Träger? Ja, dann hättet ihr Träger Dalimil endlich für euch, weil wir alle weg sind. Mach, dass du abhaust! Hau ab, ja, Träger! Lass uns von allen Dolchen! Nichts los! Raus mit dir! Hau ab! Verkriech dich in dem Loch, wo bitte, du ich würde die Leute verrecken lassen. Warte! Sieh mal da! Aufhören! Ihr tut ihm weh! Was hat Lubor euch überhaupt getan? Hm? Die ganze Zeit löst er eure doofen Probleme und passt auf, dass euch nichts passiert. Ihr wisst ganz genau, dass er alles für diese Stadt tun würde. Wer hat dir das Messer gemacht, das du jeden Tag benutzt, Konrad? Und was ist mit deinem Ladentisch, Natalie? Wer hat den repariert? Wer sagt seinen Männern immer, sie sollen die Straßen fegen, damit eure Stiefel nicht dreckig werden? Wer sieht hier von früh bis spät nach dem Rechten, damit in der Stadt alles rund läuft? Und keiner von euch hat ihm je gedankt. Noch nie. Und hat Lubor sich jemals beklagt? Nein. Er ist immer freundlich zu allen. Er hilft uns allen jeden Tag. Und ihr tut alles so, als wäre er gar nicht da. Stimmt, was er sagt. Lubor, Schluss jetzt. Es reicht.
Martin! Wir bleiben hier. Die Stadtwache hat geschworen, Dalimil zu schützen, und genau das werden wir tun. Und ich denke gar nicht daran, die Speicher aufzugeben, die wir so mühsam gefüllt haben. Also sag schon, was können wir tun, um uns diese Akasischen vom Leib zu halten? Wir fliehen nicht. Wir werden kämpfen. Also gut. Na schön. Hört gut zu, wenn ihr nicht sterben wollt. Erlaubt mir, die Lage zu erläutern. Die Ätherflut ist in der Velkroi ausgebrochen, nahe des Dorfs Ceratina. Es war jahrelang unbewohnt. Doch vor kurzem hat sich der Bund der Geächteten dort niedergelassen. Jetzt sind sie alle akasisch, und wenn die Berichte stimmen, marschieren sie in unsere Richtung. Sie sind willenlose Monster. Sie kennen nichts außer Hass und Wut. Und sie sind absolut unberechenbar. Bei den Banditen konnten wir wenigstens erahnen, wann und wo sie angreifen. Aber gegen diese Kreaturen wird Dalimil nichts anderes übrig bleiben, als sich blind in die Schlacht zu werfen. Die Stadtwache versammelt sich am Nordtor. Wir anderen übernehmen den Süden. Beide Gruppen, im Norden und im Süden, senden Späher aus. Und wer die Akasischen zuerst sichtet, informiert unverzüglich die andere Seite. Sobald sie in Reichweite sind, gehen wir geschlossen gegen sie vor. Wir müssen diese Monster um jeden Preis von Dalimil fernhalten. Konrad, kann ich auf die Schwerter der Stadtwache zählen? Jederzeit. Die Auswahl und Koordination der Späher überlasse ich dir, Viktor. Und das Kommando über unsere Männer übernimmst du, Ferda. Kann ich mich auf euch verlassen? Selbstverständlich. Wie du wünschst. Natalie, du gehst mit deinen Leuten los und sagst den Bürgern, dass sie sich im Badehaus verbarrikadieren sollen. Und mach den Handelsleuten klar, dass sie wirklich nur das Allernötigste in Sicherheit bringen sollen. Das Einzige, was zählt, ist, dass sie lebend hier rauskommen. Dinge sind ersetzbar, Menschenleben nicht. Wer sich Sorgen um seine Waren macht, dem sagt, dass der Dornenkuss sich bereit erklärt, für jeden Verlust aufzukommen. Ich verstehe. Werde ich ausrichten. Und was soll ich übernehmen? Natürlich die gefährlichste Aufgabe von allen. Dich wollte ich darum bitten, zum Ursprung allen Übels zu reisen. Nach Ceratina. Der Großteil der Meute dürfte noch dort sein. Und für Dalimil wird es keinen Frieden geben, bis wir sie mit Stumpf und Stiel ausgerottet haben. Gartenarbeit. Auch mal schön. Ich befürchte, dieses Unkraut wird sich als überaus hartnäckig erweisen. Ah, damit wären wir fertig. Sicher nicht hartnäckiger als ich. Tja. Keine Frage. Also dann, wir alle wissen, was zu tun ist. Jetzt müssen wir es nur noch tun. Für Dalimil. Ah, wir retten den Leuten so oft den Arsch. Die anderen sind bereit. Ich sollte sie nicht warten lassen. Na, wir müssen ja nicht durch die gesamte Wüste rennen. Da ist die Flucht. Mal sehen, was uns im Dorf erwartet. Kann ich hier lang? Genug.
Alter, Level 40. Kann es sein, dass ich hier ein bisschen... Wir müssen sie alle ausschalten. Ja, das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Oh, komm schon. Alter Schwede. Puh. Ja, die Kämpfer haben es schon in sich. Machen aber Spaß tatsächlich. Yes. Meteoritengestein brauche ich insgesamt 8 Mal. Der Bund ist hiermit aufgelöst. Wir müssen zurück nach Dalimel. Ich meine, ich hätte es jetzt 4 Mal, ne? Ich glaube, wir haben alle Akasischen erledigt. Das dürften die letzten gewesen sein. Die letzten hier bei uns vielleicht. Lubor, Sir Clive ist wieder da. Clive! Wie steht es um die Plage von Ceratina? Ah, die habe ich weggesnackt. Mit Stumpf und Stiel. Ich wusste, dass du mich nicht enttäuscht. Vielen Dank, Clive. Freunde, wir haben dem Ansturm standgehalten. Die Akasischen sind besiegt. Und dank Clives Einsatz steht auch nicht zu befürchten, dass neue nachkommen. Wir haben es überstanden. Dalimel ist gerettet. Wir haben es geschafft. Lubor, ich muss mich bei dir entschuldigen. Du hast so viel für diese Stadt getan. Wir hätten nie an dir zweifeln dürfen. Aber schon das sagen. Haben wir. Und wie sich herausstellt, völlig zu Unrecht. Ach, Gammler. Wir können nur hoffen, dass du uns verzeihen wirst. Wir brauchen dich, Lubor. Dalimel braucht dich. Und falls du an dem Posten als Dorfrat noch interessiert sein solltest... Meine Stimme hast du.
Du weißt aber schon noch, dass ich ein Träger bin, oder? Weiß ich. Aber das sagt nichts über dich aus, Lubor. Wie wir dich behandelt haben, sagt aber umso mehr über uns aus. Egal ob Träger oder nicht, du bist der Mann, der Dalimil gerettet hat. Und das jetzt zum zweiten Mal. Also gut. Ich werde euren Vorschlag annehmen. Allerdings nur unter zwei Bedingungen. Die wären? Erstens. Ihr beide werdet alles in eurer Macht Stehende tun, um eure Leute hinter mir zu vereinen. Ich stelle mich nur zur Wahl, wenn sowohl die Stadtwache als auch die Händler meine Führung unterstützen. Einheit ist der Schlüssel zu Dalimils Zukunft. Und die nächste Bedrohung, meine Freunde, kommt garantiert. Und dann werde ich von euch allen erwarten, dass ihr wie Pech und Schwefel zusammenhaltet. Genauso wie heute. Natürlich. Du hast unser Wort. Und zweitens, wenn ich euch anführen soll, dann müsst ihr euch damit abfinden, dass die Unterdrückung von Trägern in Dalimil heute ihr Ende findet. Allen Trägern hier werden dieselben Rechte zustehen wie jedem anderen Bürger auch. Sie werden nicht länger danach beurteilt, was sie sind, sondern wer sie sind. Wir haben vieles versäumt. Ich hoffe, wir können unsere Fehler wieder gut machen. Deinen Bedingungen stimmen wir zu. Und wir selbst stellen nur eine einzige Bedingung an dich. Dass du weiterhin nur das Beste für Dalimil im Sinn hast. Genauso wie bisher. Bedingung akzeptiert. Na dann, die Wahl ist mir wohl so gut wie sicher. Kriege ich jetzt eine bunte Schärpe oder so? Das Schicksal hat schon seine Launen. Ich stand schon kurz davor, Dalimil in Schimpf und Schande zu verlassen. Und jetzt bin ich plötzlich der Dorfrat. Hier. Für alles. Not bad. Was haben wir gekriegt? Lubor, das mit den Kindern... Keine Sorge. Deine Hilfe ist jetzt natürlich nicht mehr erforderlich. Ich passe dann doch lieber selbst auf sie auf, als dass du sie mir zu Geächteten erziehst. Sie werden hier alles haben, was sie brauchen. Dafür sorge ich. Bei dir sind sie gut aufgehoben. Sowohl die Kinder, als auch die Stadt. Ich werde mich bemühen. Wir wollen ja nicht, dass deine ganze Arbeit umsonst war. Gut. Es gab gut EP. Ah, Meteoritengestein. Geil. Jetzt muss ich aber echt mal gucken. Wie viel ich davon habe. Sechs Stück. Das ist gar nicht schlecht. Ist der ganze Kram nicht passierbar? Verstehe ich nicht. Da ist noch ein Laden. Hier ist auch noch ein Laden. Hier nicht. Ich hab schon immer gewusst, dass Lubo ein guter Kerl ist. Er wird ein Kardamom und Kümmel! Wie wär's mit denn?
Hier ist nur ein Händler. Okay, das ist aber gar nicht so schlimm. Dann würde ich nämlich sagen, sehe ich zu, dass ich zu den Händlern komme. Und dann versuche ich noch Meteoritensteine zu holen. Dann kann ich nämlich mein Schwert verbessern. Hab insgesamt 10 Damage mehr. Willkommen, willkommen. Leb wohl. Ausverkauft, okay. Lord Rossfield, können euch die Ewigen heute bei irgendetwas helfen? Vielleicht. Mein Bruder sagte, euer Orden hilft ihm bei seiner Suche nach Ultimas Ursprüngen. Gibt es irgendwelche nennenswerten Neuigkeiten? Immer weniger, bedauerlicherweise. Verstehe. Seid versichert, dass wir nicht ruhen werden, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Auch jetzt suchen unsere Archäologen an Ruinen in jedem Winkel des Reiches nach Spuren von Ultimas Einfluss. An Ruinen der Gefallenen. Die meisten sind so alt wie das Phönixtor. Richtig. Ultimas Schergen werden oft an den Überresten der alten Zivilisation gesichtet. Als würden sie darin verborgene Geheimnisse schützen. Die wir aufdecken wollen. Falls euch unsere Methoden interessieren, Milord, würde es euch vielleicht zusagen, uns bei der Arbeit zu beobachten? Wäre das möglich? Natürlich. Nicht weit von hier findet eine Untersuchung statt. Vielleicht seid ihr mit Xetor vertraut. Der Weiler wurde um ein Luftschiff herumgebaut. Ich wollte unsere Leute dort besuchen, um ihre ersten Erkenntnisse einzuholen, aber wenn ihr es an meiner Stelle tun würdet, bin ich sicher, dass sie sich geehrt fühlen würden, euch direkt von ihren Entdeckungen zu berichten. Ist gut. Ich gehe zu ihnen. Ich bin sicher, dass sie sehr erfreut sein werden. Am besten nehmt ihr die Straße im Schatten des Titan. Sie wird euch nach einem kurzen Marsch direkt ins Dorf führen. Danke. Das mache ich. Ich wünsche euch eine gute Reise, Milord. Möge die Flamme des Phönix immer in eurem Herzen brennen. Mhm. Ein Dorf um ein Luftschiff. Klingt sehr nach Kielbrück. Hoffentlich sind dort auch alle freundlich. Ich weiß nicht, ob ich hier lang soll. Meter erscheint mir dann doch ein bisschen viel. So, gibt Geschnetzeltes. Muss ich jetzt hier hoch oder? Nee, noch nicht. Weiß ja noch gar nicht. Oh. Ja.
Oh, jetzt erstmal. Drecksahn. Deswegen kam ich da nicht ran, weil ich Vollidiot natürlich den falschen Weg gelaufen bin. Kann man schon was Neues entdecken. Da vorne tatsächlich noch mal in die Höhle. Sache. Dann gehe ich aber noch andere, gehe ich nochmal zurück, um den großen Bogen zu gehen, einfach mal um zu gucken, ob da noch irgendwas ist. Na gut, die Goblins hätten wir tatsächlich auch in Ruhe lassen können. Erstmal auf die Fresse. Der gab gut. Gibt's hier irgendwas? Nö. Scheinbar nicht. Ja, da kommen wir gut hin tatsächlich. Das läuft gar nicht so schlecht. Ach, Hundi. Was macht
Zum Glück. Also, schade, dass Justin nicht da ist, weil das Spiel gefällt an sich, denke ich zumindest, aber zum Glück, dass er nicht da ist. Ich glaube, der hätte mir das nie verzeihen, wenn ich den Dogos, wenn ich vor seinen Augen den Dogos so die Fresse poliert hätte. Das da hinten sieht doch nach Monster aus. Hier nicht schon. Au. Oh. Da hat wohl jemand schlechte Laune gehabt. Oh nein. Das werdet ihr büßen. Fällt mir gar nicht. Was auch immer das ist. Es muss der Anführer sein. Aber des Drecksvieh. Level up. Na gut, so viel ist es ja auch nicht mehr, ne? Angriff sind 3. Eure Zeit ist vorbei. Die gehören wohl zu den Ewigen. Wir danken dir, Fremder. Wer seid ihr? Ah, vergebt mir, Milord. Ich habe euch nicht erkannt. Ihr seid Lord Rossfield, oder nicht? Wir sind Archäologen und haben diese Stätte erforscht. Als die Echos auftauchten, haben unsere Brüder sie von uns abgelenkt. Dank ihnen und dank euch haben wir zum Glück unsere Aufgabe zu Ende bringen können. Ihr nennt das Glück? Eure Brüder wären noch am Leben, wenn ihre Sicherheit Vorrang gehabt hätte. Rechtfertigt euer Auftrag ihren Tod? Wir sind hier, um Ultimas Ursprung zu erforschen. Eine Pflicht von höchster Relevanz. Ihr stimmt doch zu. Und eure toten Brüder stimmen euch auch zu? Das würden sie. Sie gaben ihr Leben für die Sache. Eine Ehre, die alle Ewigen anstreben.
Und was verschafft uns die Ehre eurer Gegenwart, Milord? Cyril hat mir von eurer Arbeit erzählt. Und ich hole für ihn eure Ergebnisse ab. Verstehe, das ist zu gütig. Bitte nehmt sie und habt vielen Dank. Möge die Flamme des Phönix ewig in euch brennen, so wie in uns. Man kann sein Leben für einen anderen opfern. Aber für eine Untersuchung? Ich bringe das besser zurück zu Cyril. Yep. Das wirst du nicht verstehen und das musst du auch nicht verstehen. Um ehrlich zu sein, ich war hier noch gar nicht. Hier kann ich nicht durch oder noch nicht. Ah, ihr seid zurück, Milord. Ich habe die ersten Ergebnisse eurer Forscher dabei. Hier, nehmt sie. Hab Dank. Selbstverständlich werde ich euch informieren, wenn ich darin etwas Hilfreiches für euren Kampf gegen Ultima finde. Cyril, euer Forschungstrupp hat schwere Verluste erlitten. Vermeidbare Verluste. Hätten die Überlebenden ihre Arbeit unterbrochen, um ihre Freunde zu retten, waren das eure Befehle? Nein, das war ihre Entscheidung. Jeder Ewige stellt sein Leben in den Dienst des Phönix. Das ist unsere einzige Pflicht. Und sollten wir bei ihrer Erfüllung sterben, so sei es. Selbst wenn der Tod vermeidbar ist? Milord, ich fürchte, mit euch über diesen Punkt zu streiten, wäre nicht zielführend. Die Ewigen dienen dem Phönix seit zahllosen Generationen. Und eure Meinung über unsere Methoden, so ernst sie auch sein mag, wird nichts daran ändern. Wir leben, um dem Phönix zu dienen. Unser Orden wurde für diesen Zweck ins Leben gerufen. Nur zu diesem Zweck. Cyril, ich weiß, dass ihr und eure Brüder nur auf Joshua hört. Doch erlaubt mir, euch einen Rat zu geben. Es ist der Sache des Phönix nicht dienlich, wenn seine treuen Anhänger ihr Leben ohne guten Grund opfern. Schützt eure Forscher mit Eskorten, damit sie noch lange ihre Pflichten erfüllen können. Denkt nicht nur daran, wie sie dem Phönix dienen können, sondern wie Joshua es sich von euch wünschen würde. Bitte. Für unser aller Wohl. Ich danke euch für euren Rat, Milord. Wenn ihr mir erlaubt zu antworten, unser Glaube an seine Gnaden Joshua Rossfield ist absolut. Und wir von den Ewigen werden tun, was wir für richtig halten, um unsere Pflicht ihm gegenüber zu erfüllen. Als erster Schild des Phönix versteht ihr sicher auch, was es heißt, seine Pflicht zu erfüllen. Das tue ich. Dann sind wir der gleichen Meinung. Ich hoffe, dass wir auch weiterhin dem Phönix dienen werden. Gemeinsam. Ja, gut. Ist natürlich, vor der Schlacht kennen wir ja schon. Glazial ist eigentlich gar nicht schlecht, um die... Hier ist noch eine Quelle. No. Lord Ross. Worum geht es, Sir? Einer unserer Ordensbrüder befindet sich derzeit in Ashra, um im Zuge unserer weiterhin andauernden Nachforschungen einer neuen Spur nachzugehen. Mhm. Sein letzter Stolas ist bereits eine Weile her. Hat er auch eine Ruine der Gefallenen erforscht? Nein. Gegenstand seiner Untersuchung war ein Erlöserkult, welcher in den letzten Jahren in Ashra entstanden ist. Wir glauben, er könnte eine Verbindung zum Kreis des Malius haben. Mhm. Einer uralten Religion, welche Ultima als Gott verehrt hat.
Wir hatten uns erhofft, über diesen neuen Glauben mehr über die ursprünglichen Lehren des Kreises herauszufinden. Also habt ihr ihn nach Ashra geschickt, wo es von Orks und Akasischen nur so wimmelt. Wir waren uns der Risiken vollends bewusst, ja. Ich habe die Mission einem unserer fähigsten Mitglieder anvertraut, dem dritten Stuhl. Er verfügt über reichlich Erfahrung mit derartigen Aufträgen. Obwohl sein Schweigen nun bereits einige Tage andauert, habe ich es bisher vermieden, weitere Brüder auf die Suche nach ihm zu entsenden, damit wir diese nicht auch verlieren. Doch ich hielt es für besser, euch darüber zu informieren, da ihr so reichlich Erfahrung mit den Tücken Ashras habt. Überdies habt ihr mir so eindringlich vermittelt, dass niemand seinem Schicksal überlassen werden sollte, solange dies vermeidbar ist. In der Tat. Aber Ashra ist groß. Wisst ihr nichts Genaueres? Vielleicht. In seinem letzten Stolas aus Ashra erwähnte er ein Dorf, in dem sich der Kult angeblich oft versammelt. Mickelburg heißt es wohl. Es liegt im südlichen Teil Valuts. Sollte ihm etwas zugestoßen sein, dann höchstwahrscheinlich dort. Verstanden. Ich werde versuchen, ihn zu finden. Der Orden dankt euch, Milord. Bitte macht euch auf den Weg. Möge die Flamme des... Naja. Ewige Pflicht 2. So. Na dann, Torgal. Wie wär's mit einer Reise nach Ashra? Lass uns den dritten Stuhl finden. Falls er noch am Leben ist. Er hat nach dem ersten und zweiten abgedankt. Dritter Stuhl hier. Ah, stimmt, hier haben wir ja Odin eine reingehauen. Oh, komm schon. Nicht so blöd. Richtig. Dann move on. Let's go. Ja, ist ja gut, Wuffi. Torgal. Ah, Torgal räumt da auf. Er lässt sich nicht so einfach ankeifen.
Das muss Mickelburg sein. Mickelburg oder Mecklenburg? Ich habe jetzt fast Mecklenburg verstanden. Hier sind noch Leute. Niemand hier ist akasisch. Das Dorf scheint noch sicher zu sein. Hintergrundmusik gefällt mir nicht. Was geht denn hier vor? Oh, hast auch du den Ruf gehört? Den Ruf gehört? Nein, ich... Ich suche nach jemandem. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht einmal, ob er hier ist. Mit so vielen Leuten hatte ich nicht gerechnet. Das ist verständlich. Was macht ihr hier? Seid ihr hier zu Hause? Ich lebe hier. Die anderen, sie sind dem Ruf gefolgt. Was ist dieser Ruf? Wovon sprichst du? Sie wollen hier das Ritual abhalten. Genau wie König Barnabas es befohlen hat. Na klar. Dieses Dorf ist ihr Altar. Hier werden König Barnabas, das Arschloch, die Wogen des Äthers gleiten lassen und sich ihrem Herrn hingeben. Sich hingeben? O Herr, nimm unsere Sünden von uns. Lass uns in deinen Armen zu neuem Leben erwachen. Befreie uns von der Qual dieser sterblichen Welt. Aha. Sie hoffen auf Erlösung. Entschuldige, ist außer mir nicht noch ein Fremder hier? Er trägt wahrscheinlich eine Kutte. Du meinst den Reisenden aus Sturm? Ja, er ist in meinem Haus, im hinteren Teil des Dorfes. Danke. Dann gehe ich zu ihm, wenn du erlaubst. Sie beten für dieselbe Erlösung wie Barnabas. Ach, wenigstens ist der dritte Stuhl hier. Finden wir ihn. Entschuldigt. Gehört ihr zu den Ewigen? Ganz recht. Und allem Anschein nach, ihr ebenso. Lord Rosfield, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig. Dann seid ihr der dritte Stuhl? Der bin ich. Cyril macht sich Sorgen um euch. Er hat mich geschickt. Dann bitte ich um Entschuldigung. Es war nicht meine Absicht, ihn zu beunruhigen oder gar euch darin zu verwickeln. Warum habt ihr euch nicht mehr gemeldet? Ist etwas passiert? Mein Auftrag lautete, den hiesigen Glauben zu erforschen. Aber im Zuge meiner Arbeit begann mein eigener Glaube mir nichtig zu erscheinen. Ihr habt sie beim Gebet gesehen, nicht wahr? Sie verehren ihren Herrn mit einer solchen Inbrunst, wie ich sie niemals zuvor erlebt habe. Tag und Nacht beten sie zu ihm, auf dass er sie von ihrem Willen befreien und in seinem Licht neu erschaffen möge. Nicht um von all ihren weltlichen Lasten erlöst zu werden, sondern um ihm auch weiterhin zu dienen, mit jeder Faser ihres Daseins. Auch ich habe geschworen, mein Leben dem Dienst an meinem Herrn zu widmen, aber ihre Treue, sie reicht weiter, viel weiter. Und deshalb werde ich bei ihnen bleiben. Ich werde sie beschützen, bis ihr Wunsch in Erfüllung geht. Sie sollen weiterhin ihre Pflicht tun können, selbst wenn das bedeutet, dass ich die meine nicht tun kann.
Euch ist bewusst, was genau ihr Wunsch ist, oder? Das ist es. Sie wollen ihren Willen aufgeben und akasisch werden. Es mag schwer zu begreifen sein, aber für diese Menschen bedeutet das wahre Erlösung. Es tut mir leid, Milord, aber ich werde hierbleiben. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr an meiner Stelle Lord Cyril die Aufzeichnungen gebt. Ja, machen wir. Ich würde sagen, es hat sich gerade erfüllt. Das gehört? Es kam von draußen. Ich werde nachsehen. Bleibt hier. Ich könnte nicht. Ich würde mindestens aus irgendeiner Luke da rausgucken oder so. Ja, das sieht man doch schon. Hört man schon. Jetzt gibt's aufs Maul. Eine Ätherflut. Oh nein. Das ist nicht das, was die wollten. Ich muss ihnen irgendwie helfen. Dafür habt ihr doch gebetet. Verdammt. Ihr da! Hier drüben! Das war's. Was denn noch? Torgal spürt Oha! Now we're talking! Du schon wieder. Es dort unten bleiben sollen. Ja. Ja. Zu langsam. Ja. 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 Ach, Titus. Du Lümmel. Aber ich
Eisengiganten bezwungen. Meine Herren. Aber wir kriegen wieder gut Dingsbums. Oh, wir kriegen wieder Meteorstein. Geil. Da brauchen wir theoretisch noch einen. Verdammt! Haltet euch. Bitte sprecht mit mir. Ich konnte nicht einfach zusehen. Sie alle verdienen es, wahre Erlösung zu finden. Und gänzlich im Dienst an ihrem Herrn aufgehen zu können. So wie ich, als die Ewigen mich aus der Gosse geholt und meinem Leben Sinn gegeben haben. Eine Aufgabe. Mann. Mein Dienst hat da liegt mir der Hund im Pfeffer bedeutet. Ich werde Ihnen diese Erfüllung nicht versagen. Selbst wenn das bedeutet, dass Sie alle schokobonisch werden müssen. Bitte vergebt mir, ich Lord Rosfield. So sehr. Ich will euch keine Bürde sein, doch meine Notizen. Könntet ihr dafür sorgen, dass Lord Cyril sie erhält? Ei, ei, ei. Natürlich. Das ist ein Problem. Gut, Leute, nicht so viel los ist, würde ich auch gleich Feierabend machen. Seht, Milord. Sie sind erlöst. Was? Also dann, Leute, macht's gut, ne? Tschüss.